wetterbedingten Abbrüchen ist auch der dritte Startversuch der US-Raumfähre Discovery gefährdet, wegen technischer Probleme. NASA-Ingenieure haben einen mehrere Zentimeter langen Riss im Isolierschaum des Außentanks entdeckt. Nach Ansicht eines NASA-Managers stellt der Riss aber keine Gefahr dar. Selbst wenn ein Stück Isolierschaum abplatze, könne der Hitzeschild des Shuttles nicht beschädigt werden. Tests sollen nun klären, ob die Discovery wie geplant morgen zur internationalen Raumstation ISS abheben kann. Zu den Astronauten gehört auch der Deutsche Thomas Reiter. Ja, Routine im doppelten Sinne. Zweimal ist das Team um Thomas Reiter in das Raumshuttle eingestiegen, wurde festgeschnallt, war fertig, wollte starten und dann das Ganze wieder zurück. Ich glaube, das zerrt an den Nerven. Und nun, seit wenigen Stunden wissen wir, es gibt noch ein anderes Problem, ein Problem am Haupttank. Wir haben uns bei der NASA mal ein bisschen kundig gemacht und hier an dem Modell kann ich Ihnen das zeigen. Das Stück, das vom Isolierschaum abgebrochen ist, scheint hier unten abgebrochen zu sein. Und zwar ist es ungefähr in einer Höhe von 7 Metern über dem Boden. Das ist das Schaumstoffstückchen des Isolierschaums, das abgebrochen ist, ist ein kleines Dreieck. Wir haben da ein paar Fotos vorbereitet, die können wir Ihnen jetzt gerne mal einspielen. Das ist das Stück separat. Es wiegt weniger als 1 Gramm. Kann aber natürlich bei der Beschleunigung der Discovery, kann so ein Stück zu einem Geschoss werden und kann die Raumfähre gefährden. Wir können jetzt nochmal das Bild zeigen, wo dieses Stück angebracht war, wo es jetzt im Isolierschaum fehlt. Vielleicht können wir das noch zugespielt bekommen. Da sehen wir es, wenn Sie an der Halterung rechts schauen, links von der Halterung schauen, sehen Sie, da ist ein kleines Dreieck hervorgehoben. Da saß es locker drin und das nächste Foto zeigt es uns, wo dieser Isolierschaum jetzt eben fehlt. Genau, Sie sehen diese helle Fläche an der Halterung, da fehlt der Isolierschaum. Die NASA hat sofort zu einer Pressekonferenz gebeten, wo erstmal grundlegend das Problem den Journalisten erläutert wurde. Und wir möchten Ihnen jetzt gerne in den nächsten Minuten Ausschnitte aus dieser Pressekonferenz zeigen. Machen Sie sich das ganze Bild. Ja, die gute Nachricht ist, dass wir eigentlich nach dem vorgesehenen Plan vorgegangen sind, wie ich Ihnen gestern schon gesagt hatte. Wir haben also den Außentank entleert. Wir haben mit der Wasserstoffbefüllung fortgefahren und sind jetzt auch in der Lage, die 13-tägige Mission, also mit einem zusätzlichen Tag, durchzuführen. Immer wenn wir nach einem Startversuch den Außentank vom Kraftstoff entleeren, dann müssen wir sehr vorsichtig sein und jede Anomalität oder irgendetwas, was uns auffällt, wird in einem Problembericht festgehalten. Und wir hatten einen solchen Bericht über einen Riss im Schaum, der um eine Klammer befestigt ist. Ich zeige Ihnen das mal. Hier ist der Außentank, hier ist die Kraftstoffleitung und da sind bestimmte Klammern befestigt, die diese Leitung quasi am Außentank befestigen. Die Struktur, die hier befestigt ist, wir werden es Ihnen gleich auf einem Dia zeigen, befindet sich hier. Und wenn wir den Tank befüllen, dann schrumpft er. Wenn wir ihn entleeren, dann weitet er sich aus und wird größer. Und das hat eben mit diesen Klammern zu tun. Deswegen sind die Klammern quasi flexibel, beweglich, damit sie sich anpassen können. Und wir glauben, dass gestern Folgendes passierte, dass durch die starken Regenfälle es zu einer Bildung von Kondenswasser kam, das dann gefroren ist. Und dadurch kam es zu einer Eisbildung gerade auf diesen beweglichen Gelenken. Und wenn der Tank dann, als der Tank leer war und sich dann ausgeweitet hat, größer geworden ist, dann hat diese Eisschicht auf den beweglichen Gelenken zu einem Riss in der Schaumdichtung geführt. Ein sehr kleineres, hier können wir das vielleicht auf dem ersten Dias sehen.
Ich hoffe, Sie können das sehen hier auf dem mittleren Bild in diesem schwarzen Kreis. Dort sieht man den Riss. In diesem Anfangsbericht haben wir versucht, genau die Gründe und Ursachen für diesen Riss zu finden. Das wurde also ganz genau untersucht und auch überlegt, was das nun bedeuten könnte. Ich glaube, so dass das Eis diesen kleinen Riss verursachte und dieses kleine Stück, was da rauskam, was auf der Startplattform landete, das kann man vielleicht noch mal sehen auf dem hier rechts. Wir werden auch gleich noch mal das genauer zeigen, aber man kann schon sagen, dass es ungefähr 3 Zoll lang ist, eine dreieckige Form hat und ein sehr, sehr kleines Stückchen Schaum war. Aber die offensichtliche Frage ist natürlich, dass wenn das im Flug passiert wäre, hätte dies zu einem Schaden führen können. Und wir können sagen, nein, absolut nicht, denn es ist nicht mal halb so groß, wie es sein müsste, um für die Raumfahrer einen Schaden zu verursachen. Gut, trotzdem haben wir damit nicht gerechnet. Es hätte aber keinen Schaden verursacht, wenn dies eben in der Startphase vorgefallen wäre. Wir haben dennoch ein kleines Expertenteam zusammengestellt, was nochmal ganz konkret sich damit befasst. Und wir haben bisher 3 Überlegungen angestellt. Die erste ist, dass das TPS sich da aus bestimmten Gründen ja befindet. Und der erste Grund ist eben die aerothermische Hitzeentwicklung. Da ist eine Struktur, die darunter liegt, die sich sehr stark erhitzt. Und es hat also der Verlust dieses Stückchen Schaums hat nichts zu tun mit der Hitzeentwicklung. Es würde also keinerlei Probleme verursachen. Die andere Überlegung ist eben die Eisbildung. Wir wollen, dass der Schaum an dieser Stelle ist, damit wir dort keine Eisbildung haben. Und wir haben eben darüber gesprochen, ob dies nun zu Schaden führen könnte. Und wir mussten feststellen, dass wir da noch genauere Untersuchungen und Analysen anstellen müssen. Wir haben jetzt noch keine abschließenden Antworten gefunden heute Abend, aber wir haben eben ein Expertenteam, ein Eisteam, wie wir es nennen, das sich jetzt ganz speziell vor Ort noch einmal damit befasst. Und ich denke, dass wir da bald auch Antworten noch finden werden. Jedenfalls hat es da keine konkrete Gefährdung gegeben. Wir haben das uns genau angeguckt. Wir haben da Risse, das habe ich ja schon gesagt, also einen Riss. Das hat aber nicht zur Folge gehabt, dass der übrige Schaum irgendwie beeinträchtigt wurde. Vielleicht kann man das hier nochmal sehen auf diesem Bild. Das wurde danach, nachdem das Stückchen Schaum abgefallen war, gemacht. Und hier sehen wir in der Mitte, dass es in einem Stück abgefallen ist. Also nicht so, dass da noch weitere Risse im umliegenden Schaum entstanden wären. Wir haben da, die Experten vor Ort haben also mit sehr gut auflösenden Kameras, mit Teleskopen und Digitalkameras sehr hoch auflösende Bilder gemacht, bei denen man auf denen man das gut erkennen kann. Gut, es war eben der Sinn dieser Sache war in der Tat festzustellen, ob noch weitere Risse in dem noch vorhandenen Schaum dort verursacht wurden. Und das war eben nicht der Fall. Das Team hatte so die Möglichkeit, genau zu untersuchen, ob die aerothermische Analyse hier zufriedenstellend ist. Und auch was die Eisbildung betrifft, da haben wir sehr viel Forschung betrieben in den letzten Jahren und ich glaube, dass wir da jetzt doch einen sehr guten Überblick haben. Wir müssen eben, wie gesagt, noch den restlichen Schaum genau untersuchen, um sicherzugehen, dass er völlig intakt ist. Wir haben da einiges in die Wege geleitet und es wird vielleicht noch einen Tag, würde es dauern, um
da, falls dies der Fall wäre, genauer zu untersuchen. Aber wir werden im Moment fortfahren mit der Beladung, Wasserstoffbefüllung der Treibstoffzellen und werden unseren Plan beibehalten. Wir denken auch, dass die speziellen Expertenteams, auch was jetzt die Polsterung, die Lichtung betrifft, in einer Zusammenfassung heute Abend um 6:30 noch einmal genau die Ergebnisse der Analysen vorstellen werden und dass wir doch in der Lage sein werden, dass wir die Bedenken klären können bis morgen Mittag. Wenn wir natürlich weitere Probleme vorfinden sollten, dann müssen wir einfach sehen. Wir wollen hundertprozentig sicher sein morgen auf der Plattform, dass es keinerlei Probleme mit diesem Stützträger gibt. Ja, Safety First, eine, denke ich, ganz wichtige Philosophie gerade in diesem Zusammenhang. Die Spezialisten werden sich also um 0.30 Uhr unserer Zeit in Florida zusammentun, werden diese Stelle inspizieren und wir erwarten danach noch im Laufe der Nacht eine PK, über die wir Sie morgen auf jeden Fall unterrichten werden. Und dann wird man wissen, wie die NASA fortfahren wird. Wird wird diese Stelle repariert werden? Ist es nicht notwendig, sie zu reparieren, weil sie marginal ist? Oder muss vielleicht der Shuttle sogar zurück in die Wartungshalle und muss dort neu diese Stelle endgültig repariert werden. Das würde allerdings eine tagelange, wochenlange Verzögerung bedeuten. Alles andere wäre in kürzerer Zeit wohl zu regeln, wie wir aus dem Kennedy Space Center hören. Und die NASA geht zurzeit immer noch davon aus, dass sie morgen um 20.38 Uhr die Discovery starten wird. Sollte das der Fall sein, werden wir sie natürlich live unterrichten von diesem Startversuch in der tiefen Hoffnung, dass es diesmal endlich klappen wird. Nun wollen wir uns mit diesem Thema ein bisschen weiter beschäftigen. Frau Kleinert wartet auf uns im Alpenwetterstudio. Guten Abend, Frau Kleinert. Sagen Sie, gestern war der Start der Discovery ja wegen Hallo, guten Abend. Gestern war ja der Start der Discovery wegen der Wettersituation, ein schwieriges Wort, nicht möglich. Wie hat sich das Wetter denn heute Montag in Florida dargestellt? Es war heute schon etwas besser als noch gestern. Es gab nicht ganz so viele Wolken direkt vor Cape Canaveral, also dementsprechend etwas bessere Bedingungen. Es sieht aber nicht unbedingt danach aus, als wenn sich das bis morgen halten würde. Sie sehen hier auf dem Satellitenfilm zum einen kompakte, dichtere Wolkenfelder direkt auf dem Atlantik. Und dann sehen Sie diese Wolkenbildung im Laufe des Tages über dem Südwesten Floridas. Es ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob sich das morgen zum einen noch weiter verdichtet und ob hier von diesen Wolken noch weitere Feuchtigkeit in Richtung Cape Canaveral transportiert wird. Also heute selbst hätte es nicht schlecht ausgesehen, wie man auf diesem Satellitenfilm erkennen kann. Die meisten dichten Wolkenfelder eben auf dem Atlantik, nur einzelne, die in Richtung Cape Canaveral gezogen sind. Etwas kompaktere Wolkenfelder allerdings über dem Binnenland. Und das kann natürlich auch morgen wieder der Fall sein, dass sich die Wolken zum einen noch etwas mehr verstärken und verdichten und dass sie dann eben auch etwas weiter in nördliche Richtungen ziehen, eben auf den Startort zu. Trotzdem, etwas besser als gestern sieht es insofern aus, als dass erstens die Zeit noch ziemlich lang ist. Das heißt, was ganz Genaues kann man im Moment noch nicht sagen. Wahrscheinlichkeit, dass morgen ein Start stattfinden kann, liegt nach momentaner Sicht bei ca. 60%. Aber wie gesagt, knapp 24 Stunden oder 20 Stunden vorher ist das eine sehr schwierige Angelegenheit, denn es besteht auch für morgen ein leichtes Risiko für lokale Schauer und Gewitter und die sind eben noch nicht so ganz klar, wann sie auftreten und wo sie auftreten werden. Also dementsprechend im Moment wirklich nur eine ganz vage Prognose, die man da treffen kann. Ganz herzlichen Dank, Frau Kleinert. So, meine Damen und Herren, das war's in Kürze hier aus Oberpfaffenhofen, live aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aus dem Kontrollzentrum. Wir geben nun weiter nach Berlin zu Michael Kronz, der die anderen Themen, die heute auch noch wichtig sind, für Sie hat.
Ja, Karl-Ludwig Peschke, aber Sie haben jetzt zwei Tage lang und wir beide haben jetzt zwei Tage lang darüber berichtet, was sich da in Florida tut. Sie haben Informationen heute gezeigt aus Florida, aus Cape Canaveral. Sagen Sie doch mal selber, wie sehen diese Informationen aus? Sieht es eher nach einer Unterbrechung dieser Startvorbereitungen aus? Das heißt möglicherweise, wie Sie gesagt haben, nach einer möglichen, sogar wöchentlich zu gestaltenden Weiterführung des Countdown. Kann das Wochen dauern? Wie gesagt, das wurde kurz in der Pressekonferenz hier angedeutet. Die Techniker sind sich selbst noch nicht sicher und ich glaube, sie sind hochnervös. Sie haben zwei Startversuche hinter sich, an dem Scheitern waren ja nicht die Technik, war ja nicht die Discovery schuld, das war ja eine Wetterfrage. Aber nun kommt noch ein technisches Problem dazu und sie werden sich so schnell zu keinen Prognosen hinreißen lassen, bevor nicht wirklich die Experten mit einer Arbeitsbühne in 7 Meter Höhe an dieser Stelle waren und sich diesen fehlenden Isolierschaum, diesen Riss genauer angeschaut haben. Ich denke, da können wir erst morgen Näheres erwarten, aber ich gehe davon aus, dass wir beide morgen hier wieder stehen und dass wir dann wieder vom Start aus dem Kennedy Space Center berichten werden. Also, um das dann in entsprechender Landessprache zu sagen, schauen wir mal. Discovery is in doubt now that a small crack has been discovered in foam covering a fuel tank. Well, John Zarella is standing by at Florida's Kennedy Space Center. He joins us now with the very latest on the planned mission. John. Fanula, the very latest is we're still on hold here at the Kennedy Space Center. You know, and many of the viewers know, that over the years, since the Columbia accident, of course, that the foam insulation has been a big issue, certainly responsible for the Columbia tragedy. And then a year ago during the Discovery launch, foam insulation falling off of the external tank, that's the giant fuel tank that fuels the vehicle, and causing certainly a lot of consternation during that mission. And now again, NASA engineers, this time fortunately the vehicle on the ground, have found a crack that's about 5 inches long and 1/8 of an inch deep in the foam insulation that covers a bracket on the upper end of this giant external tank. So mission managers went about trying to decide what they were going to do now, and they have sent their engineers off to take a look, to make a decision whether they feel comfortable enough that it's a small enough crack that they can fly as is, or whether they want to go and take a closer look at it, actually eyeball it. Right now, the only way they're able to look at it is, you know, through telescopic imagery of the crack site on the vehicle. I know we can see that with some of the pictures that we've got. Those are the NASA pictures. Now, NASA managers did say, however, that had there been a problem on ascent, and in fact they did find a small piece of this insulating foam on the base down at the ground level of the shuttle, had that happened during flight as they were ascending into orbit, mission managers say it would not have been catastrophic. The obvious question is, well, gee, if this would have happened in flight and this piece of foam would have come off, would that have been an issue? And the answer is no, absolutely it would not have been an issue. It is less than half the size that we think can cause damage to the orbiter. So although it is in an area that we don't like to have foam come off, this was not unexpected and it would not have caused any damage to the orbiter itself. Now the engineering team is out weighing all of its different options now. Again, whether you fly as is, whether you take a look at this up close, and if you do have to do that, then they'd have to manufacture, put together some scaffolding up on the rotating service structure, move that back around the vehicle, and then get up into that area to take a look at it and really eyeball it, see if it's worse than they thought, or just to make the fix on it. Now, mission management team is going to reassemble at 6 p.m. Eastern time. That's in about less than 20 minutes from now, to decide, to weigh the options, and decide whether they are going to press ahead and fly tomorrow afternoon here from the Kennedy Space Center, or if they are going to stand down and try to make a fix on this particular area. Fanula? And what's at stake, John, if they decide not to fly tomorrow? Not really a whole lot. I mean, they have time until the 19th of the month to get the vehicle off the ground. Then they'd have to stand down for a while. Then they can try again in August to launch. So really taking a day or two, if that's all it is, a simple fix, then it would not be a problem. Although weather is an issue here in Florida anytime during the summer, particularly afternoon launches like this. So that's an issue they've got to deal with every day that they go out to the pad and the astronauts go out there to try and get into orbit. So
they'd be fighting the weather. Tomorrow's supposed to be a pretty decent day, about a 60% chance they could go. After that, it gets a little iffy again. So we know that NASA wants to get off the ground tomorrow, but whether they decide that it's just not prudent to do it, we'll find out later this evening. Fanula? And remind us, if you will, John, what this launch, this mission is supposed to be about. It's a mission to the International Space Station, as all of the shuttle missions are, and they are going to be bringing up an International Space Station astronaut. He is going to be going and joining the expedition crew that is already on board the space station, and they will bring in some supplies to resupply the International Space Station, as well as doing a number of experiments, as they always do, and also performing a couple of spacewalks and testing some of the techniques that they've developed since the Columbia accident on how to repair things in space if they have issues. So it's an ambitious mission, and certainly one that they want to get off the ground. But again, Fanula, it's not something that they have to do. They're going to make sure that they're in a posture where they are 100% confident that they are launching a clean vehicle before they go ahead and fly. Fanula? John Zarella, thank you very much indeed, reporting there from the Kennedy Space Center. Sind wir noch nicht, aber Thomas Reiter fürchtet vielleicht das Schlimmste. Der hat zwar keinen Urlaub geplant, sondern ein Abenteuer im Weltall, aber gefreut hat er sich wohl auch. Und nun also steht der Start der Raumfähre Discovery mal wieder in den Sternen. In diesen Minuten beratschlagt die NASA, ob und wann es losgehen soll. Ein Riss in der Schaumstoffisolierung des Außentanks sorgt für Kopfzerbrechen. Mal wieder aus Florida, Thomas Walder. Bislang war es das Wetter, das den Start der Discovery vom Raumfahrtzentrum Cape Canaveral verhinderte. Jetzt stellt ein technisches Problem die NASA vor neue Herausforderungen. Bei einer Routineuntersuchung stellten Techniker überrascht fest, dass ein Stück Isolierschaum vom externen Tank des Shuttles abgeplatzt ist. Das Stück, das wir verloren haben, ist etwa so groß wie das Teil oberhalb meiner Finger. Auf Fotos sieht es sehr groß aus. In Natur ist es mehr wie ein Stück Brotkruste. Als Grund für das Abplatzen nannte die NASA extreme Temperaturunterschiede durch das B- und Endtanken mit flüssigem Sauerstoff. Ein Sicherheitsproblem stelle das abgefallene Stück selbst nicht dar, dazu sei es zu leicht. Aber die NASA müsse herausfinden, ob in der kleinen Lücke Eis entstehen kann und ob weiterer Schaum abzufallen droht. Auf die Frage, wie die NASA so etwas, falls nötig, reparieren würde, sagte ein Techniker: Eine Reparatur dieses Teiles haben wir noch nicht gemacht. Wir müssten ein Verfahren dafür entwickeln. Wir haben noch keine Antwort darauf. Schon in der Vergangenheit hatte der Isolierschaum die NASA häufiger vor Probleme gestellt. 2003 fiel ein Teil ab und beschädigte die Columbia so, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühte. Und die Discovery musste wegen hineingestürzter Schaumteile im All repariert werden. Bereits vor dem neuen Problem hatten zwei maßgebliche Sicherheitsingenieure der NASA vor einem Start der Discovery gewarnt. Man habe das Problem mit dem Isolierschaum nicht im Griff. Die NASA-Führung hat sich darüber hinweggesetzt. Sie hält das Risiko für vertretbar. Und sie steht unter einem gewissen Zeitdruck. Bis 2010 sollen die Shuttle in Rente gehen. Bis dahin sollen sie noch 16 Mal fliegen, damit die internationale Raumstation fertiggestellt werden kann. Na dann. Thank you for joining us here this evening at NASA's Kennedy Space Center for an update on Space Shuttle Discovery's STS-121 mission. Here with the latest, we have Associate Administrator for Space Operations, Bill Gerstenmaier. Mr. Gerstenmaier will give us an update on what happened at tonight's mission management team meeting, and then we'll take questions. Mr. Gerstenmaier? Okay. Thank you, Howard. The mission management team met this evening, and again, we're go to continue with the launch countdown for STS-121. If you remember today, when John Shannon talked to you earlier today, he laid out three criteria that we needed to go look at to make sure that we were ready to go ahead and continue with the count and continue moving towards the launch of STS-121. Those three things that he wanted us to go look at were, one, look at ascent heating to make sure that with a piece of this foam missing from this strut, there'd be no concern from a heating standpoint on the underlying metal underneath this, this foam that's protected. The second thing that he wanted us to go look at was ice formation, to make sure that with this piece of foam missing, there couldn't be any additional ice formation, or if there was additional ice formation, it was acceptable to us and didn't pose any additional concerns for us. And the third thing he wanted to go look at, or had the team go look at and ensure, was that when this piece of foam came off, that the remaining foam on this strut was still intact and was still structurally strong enough to maintain its purpose and stay in place.
So it's the team reviewed those three criteria in a lot of detail during the meeting. From an ascent heating standpoint, there's plenty of margin with the remaining foam. In fact, there was no concern at all from a structural standpoint to yielding. There was still maintained a factor of safety of 5, which is extremely good, very good from a heating standpoint. So there's really no issue at all with heating. We looked at it from an ice formation standpoint. It turns out that there's actually more foam on this strut than is truly needed for its purposes, for its intended purposes. So with only 0.3 inch of foam remaining on the strut, they looked at how much ice could potentially form in this area. Could that ice then be a concern to us from a debris standpoint? And again, the answer was that there's no concern with that. The foam or the ice formation would be about maybe 0.05 pounds, which is pretty minimal in this area, for a maximum, I believe, about 0.024 pounds of ice. And so again, that's not a concern. We've actually tested that configuration or similar amounts of ice, and again, that looked all well from a testing standpoint, so we were good. So probably the biggest item was, could we ensure that there was no damage to this area? We had talked about going out and maybe holding the count and going out with a platform and lowering a platform down with crews to go inspect this area. It turned out that the team came up with a very inventive solution where they were able to take about an 8-foot piece of plastic pipe, put a borescope or a small camera on the end of that pipe and actually bend it around and get within about 1 foot to 6 inches of the bracket, and they were able to get views of the bracket both on top and below. And those views show that the foam is structurally intact. It shows that the gaps that are supposed to be there between the two pieces of remaining foam are clear of debris. There's no loose foam in there. It all looks fine, and the structure is in good shape. And I have two pictures that we can show you on the monitor. This is the location, again, from this borescope camera on the end of a piece of plastic pipe. You can see the gap region up at the top. You can see the feed line is that kind of round structure on the right, and you can see the piece of foam that's missing. And again, that all looks good. There's no debris in the gaps. There may be some ice form in that area tomorrow. The inspection team can see that area fairly well from the pad when they're looking. So again, we see no concern with proceeding with that condition. The next picture. This shows the top part of that strut. You can see that little dark line that runs down the middle. This piece of foam is actually poured into a mold, and the mold has two pieces, and that little dark line that runs down there is where the two pieces of the mold come together. This is the top part. You can see it's totally intact. There's no damage at all in that area. They actually were able to get other views where you can see better into the crack area and the gaps there, and all those gaps look fine. They also looked all around the bracketry in this area. They looked at all along the feed line around the bracketry and, again, saw nothing anomalous. Abnormal or out of normal in that area. So again, they did as good of inspection, or probably better inspection, than we could have if we would have gotten out there with a platform. So they fully have shown that the foam is acceptable and ready to go fly. You can also see in the pictures, you can actually see some of the quality stamps on there. You can read the writing, and you get a feel for how good the pictures and imagery are. I also have with me today the actual foam that came off that they found on the MLP, and hopefully you can see that. Maybe you guys can get a better view of that. And you can see it's fairly small, as John described it today, kind of like a crust or toast. I think that's a good way of describing it. You can actually see the mold line on it. You can see the fracture surfaces on the inside. You can see that it was sheared off in a single event. It wasn't a cyclic loading. It came off when we believe some ice formed in the area. We know that joint rotates about 3 inches, and when that joint rotates, it just popped off this little piece of foam. And this, again, as John said earlier today, this size foam loss is within our design criteria. It's acceptable to lose this size of foam. And again, the teams have shown through analysis today and through detailed inspections that we've satisfied all the criteria we need. We're ready essentially to go ahead and continue on with tanking. So that's my opening remarks, and I look forward to your questions. So we're trying to get through as many questions as quickly as possible. We know it's late. Please wait for the microphone and, of course, name and news affiliation. We'll start with Mike. Hi, I'm Mike Schneider, Associated Press. First of all, were there any dissenters, people who felt that you all shouldn't fly tomorrow during the meeting? And then my second question is,
Has the risk gone up or stayed the same with this fine? Okay, I think again there were no dissenters when we went around the room. John didn't actually do a poll, but he asked folks if they had any concerns, and there were really no concerns raised. Lots of discussions from many people during the review. Very good discussion across the team members, but essentially no dissenting opinions with where we're going. In terms of risk, we're about the same risk as we were before. We've analyzed, in fact, this is consistent with what we've analyzed and what we've designed to before. So again, I don't think we're taking any additional risk than we did in our original assessments. And on that side, you want to go back? We'll cover on this side. I'm Mark Caro from the Houston Chronicle. Can you sort of explain how the discovery crew was a part or informed of this or represented in the deliberations and what their position was? Yeah, we had the crew reps were present in the meeting with us. We also had the crew tied in via telecon. They listened in via telecon and they heard the discussion. And really we didn't get any comments from them. I don't recall them making any comments or asking any questions during the review, but some of the astronaut reps in the meeting did ask a lot of questions. And again, I think everyone received answers that essentially built the confidence that says we're ready to go do what we've decided to go do, which is continue with launch. Todd Halverson of Florida Today. Bill, could you talk about the ICE inspection team and the role they're going to play tomorrow and what type of equipment they'll be using and what kind of fidelity they can get to ensure that pieces of ice large enough to do damage don't form or do form, and what you'll do if they do? Okay. Again, the ICE team will be able to do their standard kind of inspections. They have cameras, some telescopes, they have some temperature measurement devices. Again, they'll be looking all over the tank just like they always do. They'll be especially looking in this area. They understand the criteria of what to look for. We didn't change the criteria in this area at all for ice formation. The criteria stays exactly the same as it's been before. It's defined in our documentation. So even though this piece of foam is missing, we don't expect to see ice that will grow larger than our criteria that's been established. If we do, then that would say we're really surprised with what we see, and at that point we'd probably stop and reassess what's going on and see if there's something that's there. But again, the analysis shows that we should see acceptable ice. The teams are prepared. It's basically their standard analysis that they do all the time and the same visual indications that they get. They showed some pictures during the review of actual ice formation in this region, and it was clear there was some ice built up in this region before we detanked. And we believe this piece of foam liberated or came loose during the detanking situation. When the tank warms up, the strut rotates about 3.5 inches and tends to pinch in that area where the ice had formed, and then that ice tends to push the foam out and cause potentially this piece of foam to shear and crack. It stayed in place. The ice team actually saw it sitting up there in place, and then later it fell down on the MLP, or the mobile launch platform, and they were able to pick it up off the platform, and this is a piece we have here. So again, the ice team will be doing exactly what they've done before. They've got great views of this area, and they've been very effective in helping us look for ice and damage in this area. John Johnson, Los Angeles Times. How high did the decision go? Did it just stay with the mission management team, or did the administrator get involved? Mike Griffin was present in the meeting. He sat and listened to all the discussion. It pretty much stayed within the mission management team, but Mike was there, and if he had any questions or comments, he was free to raise them just like everyone else in the meeting, and he didn't raise any questions or comments, but he listened intently to all the analysis. Kelly, I'm a new scientist. Can you talk a little bit about history of ice formation and foam coming off in this region? Yeah, and we've seen one other instance of a strut on, I think it was STS 59, excuse me, it was STS 51, external tank 59, where we saw a similar piece of foam potentially come off on this. On that one, it came off on the top part of the strut. It wasn't this strut, it was a strut that was lower down on the tank, and we've seen that in the past. So we don't have a large history of this, but we've seen it at least on one other tank. Guy Gugliotta, The Washington Post. Who was responsible for thinking up the idea of the bore camera, and when did this develop? Some of our KSC folks down here came up to
to John Shannon and the MMT after the meeting this morning, and when we had talked about going out with the platforms, they said, well, we have a technique we've been using to inspect some remote areas. We'd like to try this borescope with this plastic tube, and the KSC ground ops guys put together the hardware and essentially were able to go out to the pad. I think they went out about 5:30 this afternoon after the liquid hydrogen was loaded, and they had a chance to then go use the cameras. So again, the ground ops team came to the rescue here with just a great inspection technique that allowed us to really get a good close look at this. And again, it was their familiarity of they knew where the access was, where they could get to, they knew what they had to look around, and they knew they had the techniques, and they just did a great job with coming up with this idea. Tim Slade, what time does tanking begin tomorrow, and does that require another meeting of you guys before it's given the go-ahead? Yeah, there'll be another tanking meeting, and I believe it's about, the tanking meeting is, I think, at 3:30 or so in the morning. And there'll be some, again, another discussion and discussions about anything that comes up between now and then. But again, I don't anticipate anything, but again, there's some folks working. The reason you get me tonight is I'm letting the rest of the team actually try to get some sleep. So before 3:30, they might be semi-rested for their busy day for launch. So you get me instead of the team. So I'm doing my part for the team tonight. Hi, Mark Kirkman for Interspace News. Given that the tank is certified for 13 cycles, is there an expectation that if we get into a couple more cryo cycles that occurrences like this may be more frequent, even though they're within allowable limits? Is there an expectation that each cycle might bring on more of these types of debris events? Again, I think as we go through each tanking cycle, we need to be careful and really look at the tank and see if everything's performing the way we think it's performing. And again, so we'll be in inspecting and looking and seeing if we see anything. I think you put a little stress on the tank every time you tank it and detank it on the foam. So I think it's something that bears watching. And again, the teams did a great job of picking this up. They picked up the crack, right at the start of detank, even before the piece of foam came out. So again, they had done a great job of looking at this stuff. So again, we'll just be careful and just watch the tank and see where we are. Irene Klotz with Reuters, two quick questions. If there is another tanking and detanking, could more foam be lost from this exact same area, or once it's been pinched and flexed and then falls off, is that it? And also, those numbers that you gave earlier, the 0.005 and the 0.042, are one, is that the amount of ice that could form that would still be acceptable for launch? Mm-hmm. Thanks. Yeah, I'll start with the number piece first. It's 0.005 and 0.019 for a total of 0.024 is the ice value. And in terms of could there be more damage in that area, we'll watch that. It depends how much ice actually forms in that area. If a bunch of ice forms in that area where it's now pressing on new foam or could move on new foam, it could potentially crack off some foam. If not as much ice forms in that area, then we've seen as much liberated. But I think we've probably liberated as much foam out of that area as we're going to see, but we'll just watch that area in the future. But it's a function of, you can think of it as a gap. And as the ice forms in that gap, if enough ice forms in there, if the conditions are such that it's there, it can fill that gap up. And then as the strut moves back, it then just pushes the foam off. So I think we've probably relieved as much foam as we're going to relieve out of there, but we'll still continue to watch it. Andy Batag, Fuji TV. I wanted to know whether there's any serious consideration given to repairing the area. And how difficult the decision was it to fly as is? I think we talked about potentially repairing that area. We don't have a planned repair for that area, but I think when we looked at the performance that John asked for, we looked at the heating, we looked at the possibility of ice, and we looked at the structural integrity, it became obvious that a repair wasn't necessary, that the foam itself that's left in place has the strength, has the ability to do what it was designed to go do, so there's no need to go repair. So I think as soon as we understood that the foam was sufficient for the job that was designed to go do, we left it alone. Hi, John Schwartz, New York Times. There are going to be people who are going to say that between the decision to go forward with this launch in the first place, despite lingering foam worries, the question over the thrust of the veneer, and now this, that whatever the explanations are with each incident, that people feel a sense of go fever.
And I just, you know, I need some kind of response to that question. Is this, you know, how do you say that this is not a case of go fever? Thanks. Okay. I think the way I'd answer that is that, again, one way you prevent go fever is you establish a criteria that you want to meet independent of the conditions or what you're going to go do. And that's exactly what John and the team did. They established these three things we talked about. And then you go see how well you can meet those three criteria. And then you judge your performance against those three criteria. If you meet that criteria, then you're not susceptible to go fever because you established that in essentially in the calm, cool light of day. You put those out. That's the criteria you were going to go do. If we could not have looked at the remaining foam to look at its structural integrity, and we had to go inspect for the platforms, we didn't have the borescope camera, we would have probably stopped and gone out and used the platforms to go do the inspection. But we actually got data that's as good or better than we could have gotten by delaying to go do that. I think the other thing that you need to do is you need to take out of your mind any considerations of the weather and the other things that are sitting there in front of you. I think it's been demonstrated to us over the past couple of days that we don't know the weather very well. And then we should not try to make any launch decisions based on what we think the weather prediction is going to be in the future. We ought to go look at the hardware, make sure the hardware is really ready to go fly, and to take that out of our decision process. So I think those are the things that we try to do to make sure we don't have launch fever. I think we ask ourselves that question all the time. You know, are we doing something here? Are we pushing too hard? Are we trying to make this flight occur? And the answer is no. The answer is we've laid out the data, we've looked at it calmly, we're ready to go fly because we're ready to go fly. We're not ready to go fly because of some launch window or some other condition. So I think the teams have done a very good job of avoiding the tendency to try to get launch fever. Thank you. Tarek Malik with Space.com and Space News. Two short ones. First, I guess, if you could just kind of go over what is that largest amount of ice formation, you know, for this area, to kind of pin that down. And the other one is the foam loss that we saw yesterday, you know, John had mentioned today, you know, really the tank got wet from the rain. Is it something that's weather dependent now, or is that, you know, something like that could happen on a sunny day, you know, just with the condensation of the fuel? Okay. I think the ice spec is 0.026 pounds mass, and the value I told you for the absolute worst case was 0.024, so we were just a little bit better than that specification. But again, that ice formation is absolute worst case, assuming that ice essentially forms in that area and just fills that entire area with ice. And that's also backed up with test data, which also makes you feel a little bit better about that. We've done some tests at Redstone Arsenal looking at actual ice in that configuration, so that gives you some confidence that ice is there. And that test at Redstone also looked at some vibration environments during ascent of the ice, and that also gave us some confidence about how this region will perform during the ascent vibration, because I think that's probably another natural question, is that if this piece of foam can come off during detanking, why couldn't it come off during ascent in the ascent vibration environment? And again, we have actual test data that shows that the detanking environment puts more stress on the foam than the ascent environment. So again, I think we're very rigorous in looking at that. And then your other question was? The rain could have been a contributor. It was during detanking when I think we picked up a little bit of rain. We'll pick ice up in that region without rain. I mean, it will actually freeze in that area. The reason those two pieces of foam move with respect to each other is the fitting up in there called a monoball that actually rotates, and there's no foam on that monoball. So that monoball will pick up ice, and there will be ice in that region. So just on essentially a sunny Florida day, it's cold enough in there with enough humidity in the atmosphere that there will be some ice in there. So I think rain may have been a contributor, but it was more during the detanking. I think condensation and freezing in there is probably where the ice formed. Trish Dato, the Palm Beach Post. Could you give us some details about this contraption that they used to look at this? Was this the length of PVC pipe? What was the diameter of it? I assume it had to be fairly big to be stiff enough. And then the cabling run through it, and how big is the camera? And was it mounted at the end somehow? Yeah, the camera was mounted at the end. They described it as a flexible
piece of plastic pipe so you could bend it, so it wasn't like a piece of PVC pipe. They could actually bend it around the corner and put a set in it and then bring it into the location. They used a borescope, which is a standard instrument we use to look into tight spaces. It had a wide-angle lens on it, so it would focus essentially at a wide area, as you saw in the picture. So they didn't need to get it right up into the area, but they could get it about a foot to 8 inches away from the area of interest and then get the pictures. And they had, again, all the Lockheed Martin technicians were out there that would have done this inspection, so they could actually look at the image in real time. They could move the camera head around. They could see the image and make sure they got all the right views. We also had some quality inspectors out there, too, that looked at the images. So this was as thorough an inspection as we could get by even having somebody out there. So this actually allowed probably more folks to see this image in real time than we would have if we would have had just one individual out on the platform. So it was a very good inspection. I think the camera, I don't know exactly. I would guess probably about an inch or so in diameter. That's probably on the big side, but and maybe somebody can get you that information. I have not seen the device. I wanted a picture of it. We were so busy getting images of foam, we don't have a picture of the device, but maybe they can get you one later. We're looking to try to wrap this up pretty soon, so we'll just try to, I think, in the back. I want to make sure we get first questions first, and then... David Kestenbaum, National Public Radio. Is this a new mechanism for foam loss? And if it is, have you really studied it? And do you know what the overall risk is from this kind of pinches causing cracks that could cause pieces of unknown size to come off? Again, I think it's a known foam loss mechanism. It's a mechanical loading of the foam that we've seen before. We knew we had the potential to pinch, as we've seen before on this earlier flight where we popped a little piece of foam off in this area. I think we'll continue to look at this and see if there's any other implications as this has in other areas. But I think this is an understood mechanism. It fits within our criteria. The amount of foam we'll liberate, the amount of ice will be consistent with our design specifications. And that's one of the things I think we really wanted to pause before we proceeded on, was we wanted to make sure that we didn't learn something here that's new that invalidated our design criteria. And what we learned was this fits within our design criteria. This fits within the way the joint is supposed to operate. It's a little different than we would have expected, but it's not so different that it would call into question the overall design. I think we'll still continue to look at this. This may be another area we might be able to find a better design for in the future. One other point that's important was before, when we used to fly the bipod ramps, we didn't get a very good look at this location. This location was blocked by the bipod ramp that used to sit out there on the bipod strut. So now that that's gone, we get a better look at this region than we have before. So that's another reason that we see ice in this region. You may not have seen it on previous flights because the bipod ramp is not there to block the view from the launch pad where the ice teams are looking at it. So I would say it's not really a new phenomena, but again, in the spirit of continuous learning, we'll take this offline and go look at future things, especially multiple tankings, and see if there's anything else we want to do with this. But we're okay from this flight standpoint. It doesn't invalidate our design, and we're okay. I have two questions. Liz Hurley, WAFF Huntsville. Where were you all when the borescope was being used today? Were you watching it remotely? And secondly, you consulted with Michoud and with Marshall today. Were those tests that you're referring to done today, or are those previous tests you're referring to? Okay. We were in the mission management team. We didn't get to see any of the activity. It was done out at the pad. They copied the pictures to a thumb drive and then brought it over to us in the mission management team meeting, and we got to see the still pictures that you saw here. We saw probably about 24 or so pictures, so like the ones, like the two that you saw. I tried to pick two representative pictures out for you today. But we got to see those post-flight or post-inspection. We had the inspector that actually did the work come describe to us what he was seeing, and then we had the technician the engineer that had the technique of using the borescope explain to us the borescope and how it operated. Those tests we did those back at Redstone Arsenal, and they were done earlier in the year. They were done either in the spring or in the fall of last year. So this is essentially generic qualification and generic certification work that we had done previously on this region, looking at ice formation. I'm going to make one last question, first-time questions. Anybody else? Otherwise, John gets the last question. I think I don't see other hands, so John, last question. I mean, are you saying that the fact that the weather tomorrow is better than any succeeding days, according to predictions, played no part
in this discussion or decision to go? In my mind, it did not. And again, if you look at today's performance, you know, I'm not casting doubt on my weather forecasters, but look at today's prediction of what we saw and then what we actually saw today. You know, our ability to predict is somewhat limited, so I think if you put too much credence in that, you only get yourself in trouble. So I think you pull that out of your decision process. You go look, is the hardware really ready to go fly? And if it is, we should go try to fly. If it's not, we should wait until the hardware's really ready to go fly. Die NASA plant für den Abend einen neuen Startversuch der Discovery, trotz technischer Probleme an der Raumfähre. Schon zweimal wurde der Countdown wegen schlechten Wetters verschoben. Nun haben Ingenieure entdeckt, dass am Außentank ein Stück Isolierschaum fehlt. 2003 war die baugleiche Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht. Abgefallene Schaumstoffteile hatten damals beim Start den Hitzeschild beschädigt. Punkt 20.38 Uhr unserer Zeit, also kurz vor Anstoß des Halbfinales, soll es losgehen. Trotzdem gibt es noch technische Probleme, ein 20 cm langer Riss im Isolierschaum am Tank der Raumfähre. Er soll aber kein Sicherheitsrisiko darstellen. Thomas Reiter wird als erster Deutscher die internationale Raumstation besuchen. Und wir fliegen mit und Sie können mitfliegen, wenn Sie wollen, wenn Thomas Reiter an Bord der Discovery, die Discovery-Mission beginnt, live auf N24 heute um 20.30 Uhr. Die NASA hält es für ungefährlich, dass dieses Stück Isolierung vom Außentank abgeplatzt ist. Ein ähnliches Problem hatte vor 3,5 Jahren das Schwesterschiff Columbia zum Absturz gebracht. The chief of the final inspection team, Armando Oliu, has asked for permission to proceed up the tower now and stop first at the 135-foot level. And at that location, they can take a look, see if there is anything out of the ordinary with the liquid oxygen feed line bracket in that location where it meets the hydrogen tank and the inner tank area. This is Shuttle Launch Control, T-minus 3 hours in holding, where we see the ICE inspection team looking up at the upper portion of the external tank to see whether or not there's anything observed there that they should be concerned about in terms of ice around that external tank bracket. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours in holding. Final inspection team is leaving the 135-foot level to go to the 255-foot level. They've reported in that their inspections of the attach fitting, the bracket on the liquid oxygen feed line that connects that line to the tank, shows no ice or frost buildup. There's a little bit of frost on the line. But in terms of anything in that area where the insulation was lost on the tank, there is nothing observed there. And what little frost they do see around that area is in a gap between that bracket and the feed line, which is all within experience base that we've seen before. So that is good news, that there has not been any ice buildup in that area where the insulation was lost or on that feed line bracket. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours in holding. With about 1 hour and 42 minutes remaining in our scheduled built-in hold today, standing by for the astronauts as they're seated for their final snack before going to the suit-up room and getting ready to
walk out to the launch pad that should be coming up momentarily now. And here they are. All of our astronauts are awake. They've been awake for several hours now, looking forward to their third launch attempt here in 4 days, but this day is the best of the three that we've seen so far. Weather forecasters are indicating very favorable weather conditions for today, with a slight chance that we could have some showers in the area, but that's typical for this time of year in Florida. Pierre Sellers, Mike Fossum, sitting there with Mark Kelly, Commander Steve Lindsay, Lisa Nowak, Stephanie Wilson, and of course, rounding out the entire crew is our ESA astronaut Tomas Ryder, who will be actually remaining on the space station for the next several months. These astronauts are preparing for some actual shuttle calisthenics, some space calisthenics as they near the station. The shuttle's going to actually be doing some back flips as they approach the station. And then we also have two, perhaps as many as three spacewalks planned on this flight. Astronauts now will be heading over to their suit-up room, where they will be donning their flight equipment, which is they're basically their orange suits that they wear before they actually enter the vehicle, but they wear them for a launch and for a landing. We expect to have live TV of that activity coming up in about an hour and a half or so. In the meantime, they're going to be receiving their own weather briefing to give them a full understanding on where we stand today. Also, there'll be a full briefing on any technical issues that are being addressed at this time on the vehicle. This is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours in holding, and we do have live TV of our astronauts in their suit-up room. That was Commander Steve Lindsay, and he's going to be the pilot the commander on this mission. Here's our pilot, Mark Kelly, and he is going to be one of our veterans on this flight, flown once before, and looking forward for his second mission in space. And Mike Fossum is also ready to fly. So we're all, as one of our mission specialists, so all the astronauts are prepared. They're suited or mostly suited or getting ready to go. Tomas Ryder, of course, is going to be spending a long time on the International Space Station coming around. Of course, the two females that are going to be flying on board, Lisa Nowak on her first flight, Mission Specialist number 3. She's going to be operating the shuttle robotic arm during the first spacewalk and perhaps enjoying some of her crossword puzzles on orbit. Stephanie Wilson, also on her first flight. Stephanie is going to be operating the shuttle and the station robotic arms as well as Lisa during the two spacewalks. So all the astronauts are being assisted in their launch and entry suits by the technicians from both the Kennedy Space Center and the Johnson Space Center. The personnel are experts in understanding the details of how these suits work to protect the astronauts in the event of a problem during flight. Back live now with a picture with a TV view of our Space Shuttle Discovery sitting at Launch Pad 39B. Engineers and managers are making sure that all preparations continue on schedule for our liftoff at about 2:38 p.m. this afternoon. No reports of any vehicle or hardware problems being discussed at this time. This is NASA Launch Control, Shuttle Launch Control, with our astronauts now coming out of their crew quarters up on the third floor of the Operations Checkout Building. A number of employees working today to greet them on this 4th of July as they head out to the launch pad to board the Space Shuttle Discovery. And we'll catch up with them
as they come out of the doors below. The astronauts have been awake since about 3 o'clock this morning. They had a good breakfast, had some medical checks, and a photo op for us, a weather briefing, donned their flight equipment, and now we're waiting for them to come out to enter the astronaut van and be taken out to the launch pad. And here they come. Our commander, Steve Lindsay, leading the way with pilot Mark Kelly, mission specialists Mike Fossum, Lisa Nowak, Stephanie Wilson, Peter Sellers, and mission specialist Thomas Reiter. This is our third launch attempt to get mission STS-121 off the ground. It's our third attempt in 4 days. And this will be the first launch of the space shuttle on the 4th of July. Their security escort, they are off. Again, this holiday, the 4th of July, a handful of employees out to witness this historic departure. Riding along in the astronaut van, of course, are other members of the flight crew office, security officers, as well as astronauts who will be performing weather assessment functions for our launch attempt today. Astronaut Mike Bloomfield will be piloting the shuttle training aircraft, which will be used for weather reconnaissance prior to and during our launch attempt today. Bloomfield's role is very critical while flying the STA. He'll be making judgments concerning visibility requirements for potential emergency landing concerns at the landing facility. And again, the crew is en route to Launch Pad 39B, where orbiter Discovery and members of the closeout team await their arrival. Im deutschen Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen begrüße ich meinen Kollegen Karl Ludwig Peschke bei den vielen Vornamen. Karl Ludwig Peschke, wie sieht es um den Start aus? Geht alles glatt oder muss man fürchten, dass auch der dritte abgebrochen wird? Also ob alles glatt geht, das werden wir genau in 3 Stunden 40 wissen. Im Moment sind die Voraussagen so gut wie die bei diesem Startprozedere bis jetzt überhaupt noch nicht. Also, wir haben bis jetzt das beste Wetter. Wir haben eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Gewitter zur Startzeit über dem Kennedy Space Center haben werden. Das Wetter ist gut. Die Mannschaft ist gerade schon wieder auf dem Weg zum Space Shuttle. Sie haben vor 3-4 Minuten das Crew-Gebäude verlassen, haben Fähnchen geschwenkt, Stars and Stripes natürlich. Heute ist der 4. Juli, der amerikanische Nationalfeiertag. Und ich denke, so in 20 Minuten werden Sie mit Ihrem Bus am Space Shuttle angekommen sein. Wie gesagt, darf ich was dazwischen fragen? Was ist mit diesem Schaumstoffstück? Das elektrisiert ja die Menschen, weil das zur großen Katastrophe geführt hat. Dieses kleine Stück Isolierschaum, das also gestern entdeckt wurde, weil es sich gelöst hatte und dann herausbrach, dieses kleine Stück ist, so haben die NASA-Techniker heute Nacht festgestellt, für die Sicherheit des Shuttles und für den Start des Shuttles irrelevant. Sie haben dieses Stück auch nicht repariert, wie man noch gestern Abend vermutet hat, ob sie das vielleicht tun wollten. Das Stück, das dort herausgebrochen ist, wiegt weniger als 1 Gramm. Das Stück, das am 1. Februar 2003 zur Katastrophe der Columbia geführt hat, war über 700 Gramm groß. Und in der Relation haben die NASA-Techniker gesagt, mit
diesem, in Anführungsstrichen, Risiko kann man umgehen. Also läuft im Moment alles auf den Start hin und ich habe schon erwähnt, heute ist der 4. Juli. Man wird nicht umsonst den 4. Juli als Starttag gewagt haben, denn ein Abbruch an einem Nationalfeiertag wäre natürlich ein besonderer Imageverlust und die NASA hat heute erklärt, dass der Start ihr Beitrag zu den Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstages ist, wenn das keine PR ist. Ja, aber trotzdem denke ich mal, wird der Sicherheitsgedanke eine große Rolle spielen und man würde ja, nicht mit Risiko die Menschen da hochschicken, das glaube ich nicht. Phoenix und wie Sie? Wie gesagt, es handelt sich um ein Stück. Ja. Wie gesagt, es handelt sich um ein Stück Isolierschaum, das weniger als ein Gramm wog. Und deswegen hatten die NASA-Techniker entschieden, wie sie entschieden haben. Ja, und zwar einstimmig habe ich gelesen, Phoenix wird dabei sein, wenn der Start stattfindet. Und Sie würden uns das dann mit Fachkunde erläutern, was sich da abspielt. Herzlichen Dank nach Oberpfaffenhofen. And this is a camera view from the top of the launch pad. One of the hundreds of cameras actually that we have on and around the launch pad that will be tracking the launch activities. Astronauts approaching the perimeter gate of the pad, driving parallel to the crawler way, which is the path that the shuttle itself was delivered to the launch pad just a couple of months ago. And they're now passing through the gate and they will be climbing the ramp, which is a 5% grade up to the top of the pad. Crossing over the crawler way. Again, at the very top of the pad, the which consists now, which supports the mobile launcher platform, which carries the orbiter Discovery, its external tank, and twin solid rocket boosters. You can also see in the background the water tank, which is part of our sound suppression system. This tank is full of thousands of, hundreds of thousands of gallons of water, which we then dump onto the pad just a few seconds before main engine ignition, which allows the incredible sounds from the roar of the engines as well as the boosters from damaging any of the thermal protection system. Okay, the van is stopped. Astronauts are beginning to climb out. Carrying their helmets in their bags and heading over toward the fixed service structure's elevator, which will then lift them up to the 195-foot level of the fixed service structure. And that level is the level at which they walk out onto the orbiter access arm, into the White Room, and then on into the orbiter Discovery. Startvorbereitungen in Florida. Trotz eines Risses im Isolierschaum am Außentank soll die Discovery am Abend mit 7 Astronauten an Bord abheben. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Riss harmlos sei, so eine Sprecherin der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Raumfähre soll unter anderem den deutschen Thomas Reiter zur internationalen Raumstation ISS bringen. And Commander Steve Lindsay has just entered the vehicle. This is his third time doing that, and
4 days, but this is the day that everybody feels very confident we're going to be able to launch. And the seat is being prepared, as you can see from this camera that's located inside the crew compartment on the flight deck. Attention on the net, all orbiter systems. Flight crew ingress is proceeding at this time. Monitor console displays. 552. Ryder is the first ESA astronaut to live aboard the International Space Station for a long-term mission, and he has just entered the orbiter. He will work on the station as part of an agreement between the Russian Federal Space Agency and ESA, and he will be on the middeck for launch, as mentioned, and remain on the space station until STS-116 space shuttle can bring him back, or a Soyuz mission will bring him back. That option is yet undecided. CMQC, I can report 592 complete. Tomas was born in Germany, as we see him now being seated on the middeck. And he enjoys, among other things, fencing and playing the guitar. His presence on the space station will bring the complement of astronauts on the station to 3. And we have not seen that in over 3 years. Preparations are going on at Cape Canaveral in Florida for the launch in about 3 hours' time of the U.S. Space Shuttle Discovery. The flight has already been postponed twice because of bad weather. These are the live pictures down from Cape Canaveral of the astronauts getting ready to enter the space shuttle for their big mission. As I said, it's been postponed twice already. And then came the news at the weekend that there was a small crack in the insulation foam around the spacecraft's external fuel tank, and that obviously gave rise to a lot of concern. But NASA says the crack has been examined in detail, and it isn't thought to pose any additional risks to the mission, which goes ahead. We took a look at it. We had a small piece, about 3 inches in length, and we looked at where it fell from and why it fell. When you're tanking the vehicle, you run very cold fuel through this joint, and as one would expect in physics, it contracts when tanking, and then when you stop tanking, because we're in Florida and the weather's so warm and because you're not running this super cold fluid through it, the joint expands. And when it expands, it caused this little piece of foam to crack and fall off. We took a long look at whether that would happen again, whether this is something we could expect again, and whether it's within the limits and constraints of flight. And we feel that we're confident it's not going to happen again and that we can fly as is. We don't actually have to put the structure back up and try and patch this. NASA, they're still determined to go ahead with its Discovery shuttle launch. Perform. Thank you. Hobby 602, not perform. Right. And another view from the flight deck of our pilot, Mark Kelly. He's just climbed into his seat. Once he's mostly strapped in, we'll let Stephanie Wilson make her way in. She's still in the white room.
Coming up after Stephanie will be Mission Specialist number one, Mike Fossum. This is Your World Today, broadcast live around the globe. I'm Hala Gharani from Cape Canaveral to Lhasa, Tibet. We're covering it all for you. Stay with us. A majestic mission to space, but nagging concerns about the safety, the age of the spacecraft, even the weather. Despite the obstacles, the Space Shuttle Discovery is counting down to a U.S. Independence Day liftoff scheduled for 1838 hours Greenwich Mean Time. That's a little more than 2.5 hours from right now. Our man with the right stuff, John Zarella, he's at Kennedy Space Center, and he has the latest for us. Hi, John. Hey, Jim, and hopefully NASA gets a little lucky today and has the right stuff going on its side. The weather, of course, the only issue that could possibly interfere this afternoon. Beautiful day here at the Kennedy Space Center. There's a breeze blowing. There's a little bit of cloud cover. That's a problem. There's a low-pressure system out in the Atlantic Ocean off the Bahamas. As you see, the Space Shuttle Discovery sitting there on the launch pad. It's moving towards the west, but the Air Force meteorologists think that there's going to be a dry slot, a little bit of a break in the cloud cover here now, and when the weather from that low starts to impact the area, at which time they'll be able to get the vehicle off. There you see live pictures inside the Shuttle Discovery, the crew getting seated. They are preparing now the final couple of hours before liftoff. They'll be closing the hatch there at about 1:38 this afternoon, so about 12:38, not too much longer now. They'll be getting ready to close that hatch up there on the Shuttle Discovery. So earlier today, about an hour and a half ago or so, the astronauts left the operations and checkout building where they had suited up to make the journey out to the Kennedy Space Center. It's about a 7-mile ride out to the launch pad. There again, you see the astronauts there as they were suiting up this morning after having their breakfast. And they were, of course, all smiles today, this being the third attempt at liftoff. And again, there, that's the astronauts heading out. The Commander Steve Lindsay, along with pilot Mark Kelly, the first two out, waving flags and heading into that silver Astro van as they make their way out again, about 7 miles to the launch pad. And now again, the live, the pictures there as they were suiting up and boarding the Shuttle Discovery. Again, hatch closeout coming not too much longer from now. And then the final phases as we prepare for liftoff. Now, of course, you mentioned the aging shuttle vehicle. Shuttle program going to be phased out by 2010. A lot to go yet in the program. They've got a lot of work to do. NASA's administrator talking about how busy they're going to be in the next 4 years. Certainly, we do not want to extend the retirement date back for the shuttle. I need an orderly program planning and budgeting process to bring the program to a close. So we're doing the right thing. You say it's different than it was in the past. Yes, it is. I have three orbiters fresh out of depot maintenance. Not only are they ready to go, they're more than ready to go. The stand down for a year since Discovery was again to deal with the foam. We truly believe we have that in hand. This flight will be allow us to resume the assembly work on the space station. And as you point out, the next 16, 17 flights are going to allow us to complete the job. We think we have it well in hand. But now the only issue here at the Kennedy Space Center right now, very small issue, would be the weather if it impacts this afternoon's launch. Jim? Americans at one point took this program for granted, these launches for granted, John. They don't do that anymore. But for international viewers, you've been there many times. Can you describe for them the sense that this is a, you actually get a physical sense when you're standing there watching this rocket go up, just the pounding on your chest of the sound waves? Yeah, it's something you never get tired of, even after 50 or 60 launches or whatever the number that I've been to over the years. And you see that rocket lift off, the shuttle lift off, and then you feel that sound wave reverberating across the lagoon from that launch pad about 5 miles away from us. Suddenly it reaches you here, and the earth just shakes underneath you, and car alarms start going off. It really is a sensation that never, ever
gets old. Jim? All right. And thousands of people will be down there along with John Zarella. They'll be a little bit further away, but like John Zarella, they'll be looking on. John, as always, thank you. Hollis, it is a... Following two postponed attempts due to bad weather conditions, NASA officials say that it'll go ahead with the launch, and that's despite renewed safety concerns following the discovery of a small crack in the insulating foam covering the fuel tank. Let's get the latest now from the BBC's James Kumarasamy, who's at Cape Canaveral. So, NASA convinced everything's set fair, James? That appears to be the case. Set fair, well, the weather certainly seems to be at the moment. They still won't know right until the final moment whether or not there are clouds on the horizon that could stop this launch, but at the moment that looks fairly positive. And as far as the safety concerns go, well, this small chunk of foam that fell off that was revealed last night, according to officials, doesn't really pose any danger. Now, this comes, of course, in the background of two previous shuttle launches. One, the Columbia, which ended in disaster when a chunk of foam pierced a wing on takeoff and led to the shuttle breaking up on re-entry. And the second, the last Discovery launch a year ago, where we also saw a chunk of foam fall, but that on that occasion it passed harmlessly by the shuttle. Still, it's a great deal of concern. They say here that every shuttle launch carries a potential risk, and that this one is worth taking. So what do they do then, James? Did they repair the crack? How come they managed to turn the situation around in time for Independence Day? That's a good question. They're saying at the moment that they have observed this small part of the external fuel tank where the crack occurred. They've been monitoring it. They've had teams out this morning, ice teams, checking whether or not ice has formed there. And so far they're saying that they don't believe that it's any concern. They say that every shuttle launch sees bits of foam fall off. Of course, on this occasion, it's fallen off before the launch itself, which must add to concerns. Yet, they are pressing on. They believe that this is good enough weather so far, and they believe that there's no serious danger to the crew. If something should happen, they say, there will be another shuttle which can go up and take them from the International Space Station. They would go to the space station, they would be rescued, and then another shuttle would come up. But at the moment, they're not talking about that. They're simply looking to a successful launch in about 2 hours' time. James, thanks so much, and fingers crossed for the launch. Es ist Dienstag, der 4. Juli, und es ist ein wahrhaft historischer Tag. Am 4. Juli 1954 geschah das Wunder von Bern. Deutschland wurde Weltmeister. Am gleichen Datum heute nun der Klassiker gegen Italien. Nur noch 2,5 Stunden, die Fanplätze in ganz Deutschland füllen sich unaufhörlich. Das Land fiebert dem Spiel entgegen, denn ein Spiel wie dieses, vor dieser Kulisse, bei dieser Begeisterung, hat es in Deutschland noch nie gegeben. Florian Otto. Temperaturen über 30 Grad lassen das Fußballfieber unaufhaltsam steigen. Dortmund im Ausnahmezustand. Wir werden Weltmeister, 3:0. Die Italiener können nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Heute ist der 4. Juli, das ist ein Datum mit Tradition. 4. Juli 1954, der Wunder von Bern. 4. Juli 1990, England nach Elfmeterschießen bezwungen. Wer soll uns heute noch stoppen? Genau, ein Fußballfest schon seit dem Nachmittag. Friedlich feiern sie in der Innenstadt, Italiener und Deutsche. Die Stadt rechnet damit, dass heute über 200.000 Fußballfans nach Dortmund kommen werden. Sie hat deshalb die Fanfeste erweitert und zusätzliche Großleinwände aufgestellt. Aber nicht nur hier in Dortmund soll eine Riesenfußballparty steigen, sondern auch bei meiner Kollegin Marion Rüb in München. Hier wird gefeiert wie verrückt und eine große Picknicklandschaft, die ungefähr noch 30.000 Fans erwartet in den nächsten 2 Stunden. Die größte Partymeile allerdings, die steht mit Sicherheit in Berlin bei meinem Kollegen Robert Ahrensberger. Rund 1 Million Menschen wird das Halbfinalspiel gegen Italien hier auf der Berliner Fanmeile verfolgen. Das Berliner Fanfest ist und bleibt damit das größte in ganz Deutschland. Wegen des großen Andrangs ist auch Großeinsatz für die Polizei angesagt. 6.000 Mann sind im Einsatz, so viel wie nie zuvor. So feiert also ganz Deutschland und die Welt staunt und fotografiert. Guckt es an, wir sind die Deutschen. Heute kommen 1 Million Leute auf der Fanmeile. Wir werden auf Weltmeister am Sonntag. Auf die Knie! Bislang alles friedlich, doch Alkohol und Temperaturen über 30 Grad könnten die Stimmung je nach Spielausgang verändern. Die Polizei bleibt allerdings bislang gelassen. Ein Jubelfest in Schwarz-Rot-Gold. Die deutschen Fans sind bereit. Jetzt liegt es an Ballack und Co., das Land endgültig in den Fußballwahnsinn zu schicken.
Merkwürdigerweise fiebert auch ganz Italien im Spiel entgegen, denn merkwürdigerweise glauben auch die Italiener, dass ihre Mannschaft heute Abend gewinnen wird. Alexander Eschment und Philipp Zahn aus Rom. Die deutschen Spieler in Italien nichts wert. Luca Toni und Co. bringen hier in Rom das große Geld, denn am Sieg der Squadra Azzurra zweifelt hier niemand. Das wird ein leichtes Spiel für uns, 2:0 für Italien. Public Viewing vor historischer Kulisse. Hier im Circus Maximus wollen 1000 Italiener dem Spiel zuschauen, um später dann zu feiern, wie einst im alten Rom. Deutsche Urlauber haben es hier derzeit schwer. Erste Anlaufstelle für sie, das Goethe-Institut in Rom. Großbildleinwand, Bratwürste und deutsches Bier für Fans mit Heimweh und Patriotismus. Benedikt XVI. Wird das Spiel live im Fernsehen verfolgen, aber ganz unparteiisch. Offiziell heißt es, der Papst wünscht sich, dass heute Abend der sportlich Bessere gewinnt. 1200 Kilometer nördlich, Dortmund. Italienische Fans, die unbedingt nach Berlin wollen. Berlino, Berlino. Selbstbewusst auch fern der Heimat, diese beiden tippen 2:0. Und sie glaubt, dass es ein hartes Spiel wird. Die Deutschen werden für ihre Arroganz bezahlen. Italien gewinnt 3:1. Totti, Gilardino und Del Piero treffen. Viele italienische Restaurants werden in diesen Stunden sicher etwas weniger verdienen. Einige wollen wegen des Spiels sogar schließen. Diese Pizzeria in Frankfurt am Main wird mit Sicherheit nicht leer bleiben. Dafür sorgt schon die überaus freundliche Bedienung. Ich glaube, die Deutschen werden gewinnen. Durch das Publikum und durch die Atmosphäre hier in Deutschland. Aber wir hoffen auf einen Sieg. Der Astronaut Thomas Reiter will mit der Raumfähre Discovery als erster Deutscher zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Aber wieder gibt es die altbekannten Probleme mit der Schaumstoffisolierung des Shuttles. Wieder ein Riss. Die NASA hat sich dennoch entschlossen, in exakt 2 Stunden zu starten. Das Risiko sei minimal. Was aber auch heißt, es gibt eins. Thomas Reiter ist bereit, es einzugehen. Katrin Sandmann aus den USA. Die letzten Vorbereitungen des deutschen Astronauten Thomas Reiter. Alle Zeichen stehen, zumindest im Moment, auf Start. Wir haben uns alle Daten in Ruhe angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir startklar sind. Nicht aufgrund von Zeitdruck oder äußeren Zwängen, sondern weil alles in Ordnung ist. Bis spät in die Nacht hatte das noch ganz anders ausgesehen. NASA-Ingenieure hatten einen etwa 13 cm langen und rund 6 mm tiefen Riss in der Schaumstoffisolation des Außentanks entdeckt. Der Riss führte dazu, dass ein Stück Isolierschaum, etwa so groß wie ein Toast, abgeplatzt war. Genau solche Probleme waren die Ursache für den Absturz der Raumfähre Columbia 2003. Und deshalb war die Aufregung groß. Unbegründet, meint die NASA nach einer genauen Analyse. Es gefällt uns nicht, dass Schaum abbricht, aber wir haben damit gerechnet. Und das Stück ist viel zu klein, um den Shuttle ernsthaft zu beschädigen. Keine Gefahr für die siebenköpfige Crew also, die sich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag fähnchenschwenkend auf dem Weg zur Discovery machte. Klar, dass Thomas Reiter mittendrin die deutschen Nationalfarben hochhielt. Heute gilt es also, doppelt die Daumen zu drücken. Für unsere 11 im Halbfinale natürlich und für einen Deutschen auf dem Weg ins All. Trotz eines technischen Defektes will die NASA die US-Raumfähre in 2 Stunden von Cape Canaveral aus zur internationalen Raumstation schicken. Eine Reparatur der schadhaften Isolierung, entdeckt bei einer Routinekontrolle, sei nicht erforderlich. Die siebenköpfige Crew, darunter der Deutsche Thomas Reiter, ist am Nachmittag an Bord gegangen. Wegen schlechten Wetters war der Start am Wochenende bereits 2-mal verschoben worden. In the meantime, aging spacecraft, weather conditions and a worrisome structural scare. Despite these obstacles, the Space Shuttle Discovery is counting down to a liftoff scheduled for 18:38 GMT. John Zarella is live at the Kennedy Space Center with the latest on what to expect. John. Hi, Hollow. Well, about an hour and a half now before the scheduled liftoff, and in NASA parlance, everything right now is green. The weather holding, it's good for launch. The only possible issue might be a little bit of a crosswind here at the Space Center, which is not good should they have to make an emergency abort and a return here to the landing site. They don't want that crosswind at the landing site, but it's still within limits, so everything well. The shuttle out there on launch pad 39B, the crew is inside. They have finished up getting seated and locked down, strapped down. The closeout crew has closed the door, the hatch, so they're now in those that final hour and a half
before liftoff. Earlier today, of course, the astronauts had breakfast and then suited up. They were all smiles as they went through the ritual of suiting up and then walking out of the ONC building, the operations and checkout building, smiling and waving to the crowd as they boarded the silver Astrovan that brought them out to launch pad 39B. So again, Holly, here at the Kennedy Space Center, right now looking good. No technical issues being worked. The weather is holding fine for that scheduled 4th of July liftoff here at the Kennedy Space Center. Holla? Now, this mission, this particular mission, what is the purpose of it? Well, it's like many of the missions in the past have been, of course, to go up to the International Space Station and to bring supplies to the crew of the International Space Station. And, of course, one of the seven astronauts on board Discovery is a European Space Agency astronaut. He will be staying on board the International Space Station, joining the expedition crew. So an important mission to resupply the space station and to drop off a new crew member. About a 12 to 13 day mission is planned before return, hopefully here to the Kennedy Space Center. Paula? All right, John Zarella, live from Florida. Thanks very much. Discovery. Die US-Raumfähre soll trotz eines Risses in der Isolierung eines Tanks in gut anderthalb Stunden am Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben. Die NASA hält den Riss für unbedenklich. Mit an Bord auf dem Weg zur Raumstation ISS wird auch der Deutsche Thomas Reiter sein. Femi, what do you have? Yeah. July the 4th, I feel like I should have a couple of sparklers in my hand, but there you go. We did lose the colony. Very sad, really. Shouldn't really call it a colony. It's a great day in the US if you want to be outside. Let me show you some of the weather that we're experiencing right now. All the way through the central part of the US, you're looking at some really nice fair skies. Look out for the blue, though. That's where the rain is. And also the rain just heading up through towards that coastline of Florida. If you've been following the attempted launch of the shuttle, you'll be watching this with great interest. It looks okay right now as far as the weather's concerned. This shuttle is supposed to take off within the hour, so we have an 80% chance as far as the weather's concerned. The weather looks good for the shuttle to go up, but if it has to come down, the meteorologists are also looking at potential weather for an aborted attempt. So again, the weather looks okay for that. There's a little bit of crosswind coming in. The showers are way out there along the coastline. They have to be at least 10 miles away from the launch pad or about 16 kilometers away, and they are that far away. So as far as the weather's concerned, it's looking good, but anything can happen in the next 40 minutes, and they really don't take any chances. So if you've been following this shuttle, it looks like it may well get off the ground, but weather shouldn't be a factor. Head back here towards the World Weather Center. Let me show you where the Kennedy Center is back here on the radar. It's here. You can see those showers I was talking about gradually beginning to move in, but they are at least 10 miles or 16 kilometers away. Let's hope they stay that far away before they hit the launch pad. Any thunderstorms or showers will actually mean that that shuttle launch has to be postponed. Let's look ahead towards your Wednesday. More showers moving in along through the coastline of Florida coming up for the next day. Also seeing some showers and lots of heavy rain heading across through Texas, but Texas definitely needs it. Out towards... In 40 Minuten ist es soweit. Dann startet die Raumfähre Discovery mit Thomas Reiter an Bord zur Internationalen Raumstation. Zwei Startversuche mussten wegen schlechten Wetters abgebrochen werden, aber heute stehen die Chancen so gut wie nie bei 80%. Und das am amerikanischen Nationalfeiertag. Also bleiben Sie bei uns. Wir unterrichten Sie hier ab 7:45 über den Start und dann kommt das Fußballspiel und nach dem Fußballspiel erfahren Sie alles andere, was sonst noch wichtig ist zur Thomas-Reiter-Mission ab 23 Uhr bei Phoenix der Tag. Also bleiben Sie dran und machen sich das ganze Bild ab 7:45 hier bei Phoenix. Die Besatzung der Discovery ist guter Dinge. Nach den Zeitverzögerungen soll es jetzt endlich losgehen. Die Astronauten wollen eine wichtige Mission erfüllen. Dazu gehören auch Tests von Inspektionstechniken und die Belieferung der ISS. Dabei auch Thomas Reiter, der die internationale Raumstation als erster Deutscher besuchen wird. Er soll mindestens 6 Monate an Bord bleiben. Dieses kleine Stück Isolierschaum hat den Experten Kopfschmerzen bereitet. Es stammt von einem Riss in der Isolierung des Außentanks. Seit dem Columbia-Unglück wird verstärkt auf Beschädigungen dieser Art geachtet. Diesmal aber sei alles in Ordnung, so betont die NASA. Was das Risiko angeht, so ist es nicht größer, als wir es in unseren ursprünglichen Prüfungen eingeschätzt haben.
Nur der Shuttle ist groß genug, um gewisse Teile zur ISS bringen zu können. Ein Grund dafür, warum das Programm trotz seines Alters überhaupt noch fortgesetzt wird. Wir fliegen mit Elektronik aus den 70er Jahren. Überlegen Sie sich das mal. Was haben Sie bei sich zu Hause, das noch auf Elektronik aus den 70ern basiert? Trotzdem, ohne die Shuttle-Missionen wäre die Zukunft der internationalen Raumstation gefährdet. Das ist kein Problem. Ja, wir haben einen Studiogast auch heute Abend wieder hier, nämlich den Weltraumexperten Friedhelm Claßen von der DLR. Was erwarten Sie denn für die nächsten 40 Minuten? Ja, einen erfolgreichen Start. Wir haben deutlich bessere Wetterkonditionen und wir haben im Gegensatz zu den ersten Startversuchen diesmal wieder die üblichen kleinen Problemchen gehabt, wie das an Lima vorkommt. Was passiert denn jetzt eigentlich noch? Jetzt laufen die abschließenden Vorbereitungen. Die Astronauten haben Platz genommen. Es werden nochmal Checkouts gemacht von dem gesamten System, damit man dann 9 Minuten vor dem Start den Countdown wieder nominell aufnehmen kann und die letzten Minuten dann ablaufen lassen kann. Bis wann ist denn sozusagen noch gewährleistet, dass das jetzt klappt heute Abend? Im Moment sieht es gut aus und die letzte Entscheidung kann natürlich auch während des Zündens der Haupttriebwerke noch negativ fallen, dass man dann abbricht. Das ist wann? 30 Sekunden, eine Minute vorher? 6,6 Sekunden vor dem Start werden die Haupttriebwerke nacheinander gezündet und dann kann man noch abschalten. Erst wenn die Solid Rocket Booster gezündet sind, dann muss der Start laufen. Ja. Wie viel Zeit muss dann dazwischen wieder vergehen, bis es einen neuen Anlauf gibt? Wenn die Triebwerke gezündet werden, dann sind es mehrere Wochen. Ja. Ja. Wenn das heute Abend nicht klappt, morgen nochmal ein Versuch? Wir haben im Moment tägliche Startfenster bis zum 19. Juli. Natürlich muss dann auch zwischendurch eine Unterbrechung gemacht werden, um wieder Inspektionen vornehmen zu können. Wir haben hier mal dieses Modell eines Space Shuttles bei uns auf dem Tisch liegen. Können Sie in etwa mal ganz kurz sagen, wo im Isolierschaum dieser 12 cm Riss ist? Ja, das sieht man so, wie das Modell jetzt liegt. Nehmen Sie es etwas ungünstig. Ich würde das einfach mal in die Kamera drehen. Und wir sehen hier in diesem Bereich eine sehr dicke Leitung laufen. Ja. Diese Leitung ist mit metallischen Halterungen bis auf den Tank hin befestigt, also Metall gegen Metall letztendlich, damit die Strukturen tatsächlich halten. Und das Ganze ist aber dann mit Schaum isoliert. Sowohl der Tank, als auch die Halterung, als auch die externe Leitung, die wir hier sehen. Und dann solch eine Halterung, die sich mechanisch auch ein bisschen bewegen können muss, wegen der Längenausdehnung, wegen der unterschiedlichen Längenausdehnung bei unterschiedlichen Temperaturen, die wir haben, kann es hier zu Rissen im Schaumstoff kommen, weil da einfach eine mechanische Belastung aufgebracht wird. Jetzt ist ja ein Riss schon da. Ja, aber der geht nicht tief, der ist inspiziert worden. Unterhalb des Risses ist immer noch hinreichend Schaumstoff für die Isolationsanforderungen. Das ist überprüft worden. Gerade diese Stelle hier ist heute nach dem Betanken noch mal besonders überprüft worden, ob sich dort Eis gebildet hat. Mhm. Eis wäre besonders riskant, denn wenn das abfällt, das ist noch wesentlich schwerer, massiver als der Schaumstoff selber. Mhm. Vielen Dank erstmal für diese erste Runde. Wir haben fast eine ganze Stunde Zeit. Deswegen nehmen wir die uns auch, wollen uns mal anschauen, was diese Mission dann sonst noch so mit sich bringt. Und da gibt es zum Beispiel den Thomas Reiter. Der wurde am 23. Mai 1958 in Frankfurt am Main geboren. Aufgewachsen ist er praktisch in der Einflugschneise des Rhein-Main-Flughafens. Schon als Kind hatte er den Wunsch, Astronaut zu werden. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik ist verheiratet, hat 2 Söhne und jetzt darf er bereits zum 2. Mal ins All. Wenn ein Astronaut baden geht, dann hat das meist wenig mit Spaß zu tun. Zumal der Anzug reichlich unbequem ist. Monatelang hat Thomas Reiter für seinen Einsatz auf der ISS trainiert. Im Trainingszentrum in Moskau gibt es eine Unterwasserraumstation, um die Schwerelosigkeit zu simulieren. Es ist also dort oben egal, ob man an der Decke, an der Wand oder am Boden sozusagen arbeitet. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Es hat natürlich auch seine Nachteile, denn wir nutzen dann die Muskeln nicht mehr so, wie wir sie hier auf der Erde nutzen. Nachdem die Probleme an der Discovery beseitigt wurden, startet die Raumfähre nun endlich zur ISS. Thomas Reiter wird dort bleiben für fast 7 Monate. Viele Experimente warten auf ihn. Jedes einzelne hat er im Zentrum für Luft- und Raumfahrt mehrfach durchgespielt. Und auch einen Außeneinsatz soll es geben.
Wenig Freizeit also für den 47-Jährigen. Und auch die hat er schon verplant. In der Freizeit genießt man hauptsächlich diesen wunderschönen Ausblick auf die Erde. Natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung, wenn man auf der Nachtseite des Orbits ist. Der Sternenhimmel ist überwältigend. Man sieht eine Fülle von Sternen, wie sie hier eigentlich von der Erde aus kaum zu sehen sind. Es soll eine Gitarre oben geben. Ich freue mich also schon auf das Gitarrespielen in der Schwerelosigkeit. Für den Familienvater aus dem niedersächsischen Oldenburg nicht der erste musikalische Einsatz in der Schwerelosigkeit. Bereits 1995 hatte er die Besatzung auf der russischen Raumstation Mir unterstützt. Mit mehr als 30 Flügen hat die Discovery mehr Flüge absolviert als alle übrigen Orbiter. Außerdem wurde sie jeweils für den ersten Flug nach den Unglücken der Challenger und der Columbia ausgewählt. Aber auch der erste Flug eines Shuttles nach der Columbia-Katastrophe wurde von einigen Pannen begleitet. Und das führte dann erneut zur Aussetzung der Shuttle-Flüge. Vor dem jetzigen Start hat es eine Reihe Veränderungen an dieser Raumfähre gegeben. Die Raumfähre Discovery, das Shuttle, mit dem die 7 Astronauten zur internationalen Raumstation ISS gelangen sollen. Kein einfaches Unterfangen. Die Achillesferse des Shuttles sind die Tragflügel. Sie müssen besonders vor Hitze geschützt werden. Denn beim Eintritt in die Erdatmosphäre muss das Shuttle Temperaturen von 1600 Grad aushalten. Bei der Columbia-Katastrophe vor 3 Jahren hatten sich Schaumstoffteile gelöst und den Hitzeschild geschädigt. Die Raumfähre wurde zerstört, die Besatzung getötet. Danach gab es immer wieder Probleme. Aus Sicherheitsgründen wurden mehrere Starts abgebrochen. Nun wurden Änderungen an der Raumfähre vorgenommen. Und ich denke, dass selbst mit diesen Änderungen, die jetzt durchgeführt wurden, man auch nicht komplett verhindern kann, dass sich hier Schaumstoffteile lösen. Man hat lediglich dafür gesorgt, dass diese Teile, die dann möglicherweise abgehen, eine bestimmte Größe nicht überschreiten und damit einfach keine größeren Beschädigungen am Shuttle hervorrufen können. Insgesamt wurden mehr als 5000 Stoffstücke zwischen den Hitzekacheln und dem Rumpf des Schiffes ersetzt. 16 Kilo Isolierschaum wurden entfernt, darunter 2 lange Stücke am externen Treibstofftank. Es wurden mehr als 88 zusätzliche Sensoren eingebaut, die unter anderem die Temperatur und Beschleunigung messen. Ein neues Soundsystem soll Vögel verscheuchen, nachdem die Discovery im vergangenen Jahr einen Geier traf. Das Hitzeschutzsystem ist dagegen nahezu gleich geblieben. Bei Tests erwies sich diese Methode als beste. Ich denke, man hat alles Menschenmögliche getan, um die Flüge der Shuttles so sicher wie möglich zu machen. Und man kann durchaus sagen, dass das Shuttle noch nie so sicher war wie heute. Die Ausgangsbedingungen sind also bestens, wenn sich Thomas Reiter und Co. auf den Weg ins All machen. Das Shuttle war noch nie so sicher wie heute, kann man das tatsächlich sagen? Ja, wir haben zunächst mal nach dem Columbia-Unglück ja erhebliche Verbesserungsmaßnahmen gesehen, die über 2 Jahre sich hingezögert haben, bis es soweit war. Und dann der Erstflug der Discovery letztes Jahr hat nochmal weitere Probleme offenkundig gemacht, sodass nochmal 1 Jahr lang nachgearbeitet wurde. Man beobachtet den Startvorgang extrem genau und hat extrem viel gesehen, was vorher noch unbekannt war teilweise. Und hat dementsprechend die ganzen Verbesserungen implementieren können. Ich kann mich entsinnen, dass bei diesen Problemen im zurückliegenden Jahr auch zur Disposition stand, einen ganz neuen Raumgleiter mal zu bauen, also ein neues Shuttle mal zu entwickeln und so quasi von null anzufangen. Man hat sich von dem Gedanken verabschiedet. Warum? Weil es so zeitintensiv gewesen wäre? Das ist eine Frage der Zeit. Die Überlegungen laufen tatsächlich. Das wird dann aber wahrscheinlich ein Raumgleiter sein, sondern man wird zum Kapselsystem zurückkommen, so wie es früher auch von Apollo bekannt ist. Das neue System, das nennt sich CEV, Crew Exploration Vehicle, deutet auch schon die neue Aufgabe Exploration, also nach der ISS, weitere Aktivitäten im Raum Richtung Mond und Mars an. Dieses Fahrzeug wird ca. 2012, 2014 zur Verfügung stehen. Zunächst mal zur ISS noch den Verkehr übernehmen, dann später aber andere Reisen. Und das ist in der Vorbereitung. Es gibt technische Studien dazu. Voriges Jahr wurde das Konzept von NASA bereits auch vorgestellt.
Aber man braucht so ein Shuttle jetzt also erstmal, um sozusagen noch Teile nach oben zur ISS zu bringen und das Ding erstmal zu bauen. Richtig, das ist ganz essentiell, dass wir mit diesem Shuttle noch die Nutzlasten und Elemente zur ISS bringen können. Die sind größtenteils schon fertiggestellt, stehen am Kennedy Space Center und warten auf ihren Transport und passen eben nur in den Shuttle, können nicht mit anderen Transportraketen hochgebracht werden. Mhm. Sprechen wir doch ruhig mal noch mal einen Augenblick über diese ISS. Aus heutiger Sicht 2006, das ist seit Jahren in der Planung, es wird auch noch Jahre dauern, bis das alles tatsächlich in Betrieb genommen wird. Hat sich da so Ihre Perspektive mal geändert und so, dass Sie zu einem Ergebnis gekommen sind, ja, vielleicht braucht man das nicht unbedingt oder das, was man damals geplant hat, reicht nicht aus? Die ISS ist im Moment das einzige Instrument, was wir wirklich im Weltraum für Forschung der Schwerelosigkeit insbesondere einsetzen können. Wir hatten früher die wissenschaftliche Mission mit dem Space Lab-Modul zum Beispiel, mit dem Shuttle. Die ISS ist jetzt seit 2000 permanent bemannt und es wird permanent Forschung dort oben betrieben. Anfangs waren 3 Astronauten oben, nach der Columbia-Katastrophe nur noch 2. Das heißt, Forschung eingeschränkt natürlich, aber permanent Forschung, insbesondere im humanphysiologischen Bereich, weil eben Astronauten dort sind. Gerade mit Thomas Reiter kommt jetzt wieder der 3. Astronaut an Bord, sodass man wieder wesentlich intensiver forschen kann. Mhm. Thomas Reiter bleibt ein halbes Jahr. Wir haben jetzt auch das Live-Bild anliegen aus Cape Canaveral, also das Bild der NASA. Ganz kurz vielleicht mal dazu, sehen Sie da irgendwas, was auffällig wäre, was nicht so ist, wie es sein sollte? Nein, aber ich muss auch dazu sagen, auf die Entfernung kann man das gar nicht erkennen. Wie weit ist das ungefähr weg? Das dürfte aus ca. 4 Kilometer Entfernung vom Kontrollzentrum aus, vom Launch-Kontrollzentrum aus, von der Tribüne davor aufgenommen sein. Mhm. Wir waren bei Thomas Reiter stehen geblieben. Der bleibt ein halbes Jahr oben im All. Was macht er da? Er hat mehrere Aufgaben. Einmal arbeitet er ein europäisches Experimentprogramm ab. Das sind 25 Experimente, darunter auch mehrere deutsche Experimente. Dann arbeitet er als regulärer Flugingenieur an Bord der Raumstation, hat also die gleichen Aufgaben wie der russische Kosmonaut oder amerikanische Astronaut, die permanent oben sind. Er ist ja auch permanent oben. Das heißt, er macht Wartung, Instandhaltung, er macht auch Außenbordaktivitäten außerhalb der ISS, um weitere Aufbauaktivitäten vorzubereiten. Und er wird auch praktisch die Ankunft des Columbus-Moduls, was im Jahr 2007 kommen soll, mit vorbereiten oben an Bord. Wie willkürlich werden denn solche Crewmitglieder bzw. solche Besatzungsmitglieder ausgewählt? Das sind zwei Fragen auf einmal, muss ich direkt sagen. Einmal ist es natürlich eine physische und physiologische, psychologische Auswahl, um überhaupt erstmal in den Status Astronaut zu kommen, das ganze Training zu überstehen. Das sind schon sehr harte Anforderungen. Dann muss man dazu sagen, das ist jetzt ein europäischer Astronaut, Thomas Reiter, zufälligerweise ein Deutscher. Und das so ganz zufällig ist, weiß ich nicht, denn Deutschland hat den größten Teil am Aufbau und Entwicklung des Columbus-Moduls getragen. Insofern kommen da auch politische Fragestellungen mit ins Spiel. Wer darf denn jetzt zuerst einen Astronauten fliegen? Für uns? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier aus Oberpfaffenhofen bei München. Wir stehen hier im Columbus-Kontrollzentrum und neben mir steht ein ESA-Astronaut. Wir wollen heute zusammen den Start beobachten. Hoffentlich kommt er heute. Das ist Reinhold Ewald und wir reden gleich miteinander, bevor der zweite Gast vorgestellt wird. Den wollen wir erstmal vorstellen. Guten Abend. Ja, auch von mir. Schönen guten Abend. An meiner Seite wie am Sonntagabend wieder Anatol Johansen, Wissenschaftsjournalist und Luft- und Raumfahrtexperte. Guten Abend. Dann sage ich auch guten Abend. Ja, wir haben eine Situation gehabt, die war ein bisschen frustrierend. Nicht nur für uns hier vom Fernsehen, sondern vor allen Dingen für die Astronauten. Und diese Situation wollen wir noch mal ganz kurz beschreiben. Am Samstag und am Sonntag hat es Startversuche und dann auch Startabbrüche gegeben. Und die waren beide wetterbedingt. Wetterbedingt deswegen, weil man im Umkreis von 20 nautischen Meilen um den Standort des Space Shuttle in Cape Canaveral in Florida keine Gewitter haben darf. Die Shuttle sind empfindlich gegen Gewitter und gegen starke Winde.
Deswegen musste der Start zweimal abgebrochen werden und wir hoffen natürlich heute darauf, dass es heute einen Start gibt. Reinhard Ewert kann uns mal ganz kurz beschreiben, warum wir gestern auch wieder eine Schrecksekunde und die Astronauten auch bekommen haben. Da war nämlich ein bisschen Isolierschaum nicht mehr auf dem Shuttle drauf. Wo war das und was ist das Problem? Also für unsere Augen etwas verdeckt ist ein großes Team von Leuten um diesen Startplatz herum in ganz genau abgezirkelten Schritten unterwegs. Und eins dieser Teams, das ist ein Eisinspektionsteam, was sich mit Teleskopen, mit ganz empfindlichen Kameras, mit Bildverstärkung daran macht, nach jedem Betankungs- und Enttankungsvorgang genauestens den ganzen Stack, also diese ganze zusammengesetzte Einheit Space Shuttle abzuscannen. Und dabei fand man ein Stück Schaumstoff, man fand auch, wo es herkam. Das war nämlich ein Flansch, der die Leitung des flüssigen Sauerstoffs am externen Tank festmacht. Und da ist ein Stück Isolierung, das dieses Stück Schaumstoff abgesprengt hat. Aber man hat mehr auch noch gefunden, nämlich einen Riss, einen etwa 13 cm langen Riss. Und das hat gestern zu Diskussionen im Mission Management Team, also in der Zusammenkunft aller Ingenieure, aller Entscheidungsträger dann geführt. Und man hat sich davon überzeugen können, durch Analysen, durch technische Berichte, dass das keine weitere Gefahr für den Start darstellt. Herr Ewert, wir sprechen gleich weiter mit dem ESA-Astronauten Reinhold Ewert, aber wir wollen vielleicht auch noch einen ganz kleinen Rückblick machen, Karl-Ludwig Peschke. Ja, Sie beobachten ja Luft- und Raumfahrt seit 1961, das heißt Startabbrüche, Herr Johansen, sind für Sie nichts Ungewöhnliches. Trotzdem, wie schätzen Sie die Situation ein in der Geschichte der Space Shuttle? Die sind für mich nichts Ungewöhnliches, aber für die NASA leider auch nicht. Das gehört also praktisch zur Tagesordnung und hat, wie gesagt, praktisch überhaupt keine Bedeutung, außer der Verzögerung an sich. Das hat für den Ablauf keine Bedeutung, das hat für die NASA keine große Bedeutung, außer dass sich immer wieder zeigt, dass eben der Shuttle ein sehr empfindliches Gerät ist, das nun nicht bei allen Wetterlagen und unter auf jeden Fall startet. Wir können uns ja kurz nochmal das Teil ansehen, das dafür Nervosität gesorgt hat. Das ist wirklich nur ein Stück Isoliermasse, das ein Dreieck von 13 cm ausmacht und weniger als ein Gramm wiegt. Das Stück, das der Columbia zum Verhängnis wurde, war ja wesentlich größer und schwerer. Das war wesentlich größer und schwerer. Ich glaube, das war ungefähr ein Kilo. Und bei dem zweiten Start der Discovery oder dem ersten Start nach diesem Unglück der Columbia war ja auch wieder ein großes Stück abgegangen und das hatte bei der NASA fürchterliche Aufregung verursacht, weil man geglaubt hatte, alle diese Möglichkeiten im Griff zu haben, dass also kein größeres Stück zumindest sich mehr lösen könnte. Aber da hatte man Glück, weil diese Loslösung geschah, als der Shuttle schon ziemlich hoch war, sodass dieses Stück praktisch schon ein wenig Schwerelosigkeit hatte und keineswegs nach unten raste mit 800 Stundenkilometern wie vorher bei der Columbia und auch nichts kaputt machte. Das war also nur auch eine Frage des Glücks, dass eben diese Loslösung später erfolgte als bei der Columbia. Da waren sie noch weiter unten und dieses Stück Hartschaumstoff schlug mit aller Wucht auf diese Flügelvorderkante, die dann kaputt ging, sodass beim Wiedereintritt eben der Shuttle verglühte. Bei dieser Geschwindigkeit, bei dieser Startgeschwindigkeit entwickelt selbst ein Stück Schaumstoff die Kraft eines Geschosses. Ja, das ist eine massive Wucht, die darauf schlägt. Und die NASA selbst hatte es ja unterschätzt. Die hatte diese Trümmer gesehen und bei vielen Starts waren solche Trümmer abgefallen und es war immer gut gegangen, obwohl in den Shuttle-Vorschriften das nicht erlaubt ist. In den Startvorschriften steht nirgendwo, dass sowas toleriert werden darf. Aber das war eben die Routine und es war immer gut gegangen und deswegen hat man dem überhaupt keine Beachtung geschenkt. Und als die Columbia runterkam in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre, da baut sich ja vor dem Shuttle eine ungefähr 1000 Grad oder mehr heiße Gasmasse auf und die ging dann in den Flügel hinein und das führte dann natürlich im Laufe der nächsten Sekunden und Minuten zu dieser fürchterlichen Katastrophe. Soweit zu dieser Katastrophe und soweit zu dieser Aufregung. Schauen wir noch mal kurz zurück. Vor zwei Tagen standen wir schon einmal hier. Noch viel wichtiger, Thomas Reiter und seine Kameraden saßen in der Discovery, warteten auf den Start. Und dieser Start musste wegen Wetterbedingungen abgebrochen werden. Ein kurzer Rückblick auf vor 48 Stunden.
Hitzeschutzisolierung der Tür ergänzt, da wo dann der Einstieg war. Das sind also die Dinge, die jetzt von den Technikern, nachdem der letzte Wagen oder zu früh in der Treibstoff ausgeht, wird der Shuttle das nicht schaffen, ein solches Orbit, wie es nötig ist, die Raumstation zu erreichen, dann zu fliegen. Und das letzte. Unter irgendwelchen wilden Arbeitszwängen, das ist jetzt also relativ ruhig. Und man muss auch sagen, zum Befinden. Weil jetzt ein neues Soundsystem installiert wurde, das Bullshit vermeiden soll. Curry wurde ja ein Geier zum Opfer aufgeführt wurde. Einfach die Nachrichten von den Wetterbeobachtern waren so, dass der Startdirektor dann diese Verantwortliche. So, da sehen wir gerade, wie die Crew, nachdem die Tür wieder aufgemacht worden ist, die Lukentür jetzt wieder rausgeholt werden. Ja, ja, doch für die Crew, wie Sie sagten, bei aller Professionalität etwas frustrierender Augenblick. Mit den Bildern darf ich mich schon mal bei Ihnen bedanken, Herr Ewald. Thomas gerade, ja. Ja, da ist Thomas Reiter gerade. Wir sehen die deutsche Flagge, die auf dem linken Arm, und die ESA-Flagge, die ich eben angesprochen habe, auf dem rechten Arm. Was man nicht sehen kann, ist das Gesicht im Augenblick von Thomas Reiter. Ein sehr ausgeglichener, mental offenbar extrem stabiler Mensch, aber ärgern wird er sich sicherlich. Er wird sich ärgern, aber er weiß, dass er da auch im Blickpunkt der Öffentlichkeit, vielleicht auch an einer Stelle in der Crew ist, wo er diesen Ärger eben mit den anderen zusammen positiv verarbeiten muss. Er ist übrigens selbst auch in Führungspositionen gewesen bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, hat er also ein Geschwader auch geleitet. Kennt also die Möglichkeit auch durch entsprechende positive Ausstrahlung dann zur Motivation und zum guten Gelingen eines neueren Anlaufs dann beizutragen. So, ein etwas erschöpfter Blick von ihm, hatte ich den Eindruck gerade. Wir haben doch noch mal durchhuschen sehen. Reinhold Ewald, Sie sind auf der Mir gewesen. Sie kennen die Situation vor einem Start und beim Start. Das ist ein festes Prozedere, was wir da sehen, über mehrere Stunden hinweg. Da gibt es bestimmte Abschnitte, die sozusagen abgearbeitet werden von den Astronauten und auch von denen, die die Astronauten betreuen. Was ist das für ein Prozedere? Das Prozedere hat natürlich technische Hintergründe. Das heißt, in verschiedenen Schritten bereiten Teams diesen Orbiter, dieses System, die Rakete auf den Start vor. Und damit alle zur gleichen Zeit das Richtige tun, gibt es diese Countdown-Uhr. Diese Countdown-Uhr ist nun als physikalische Uhr nicht zu gebrauchen, weil sie zwischendurch auch mal anhält, um vielleicht Teams mehr Zeit zu geben, eine bestimmte länger dauernde Aktivität auszuführen. Das haben wir gerade gesehen. Also jetzt kommen wir aus einem Hold, aus einem Anhalten dieser Countdown-Uhr bei 9 Minuten vor dem Start. Dieser Hold hat relativ lang gedauert. Und soeben wird jetzt das Launch-Team, das Startteam abgefragt, alle Positionen, seid ihr fertig für den Start? Und dann erst zählt diese Uhr von 9 Minuten hinunter. Heute ist es so, dass man vielleicht noch einmal diese Uhr anhält, dass man also noch 1 Minute etwa länger auf den Start hinzählt, etwa bei 31 Sekunden. Das hat mit einer Temperaturauslesung von einer Gasleitung zu tun, die sich erst noch anwärmen muss, und dieser Gasleitung nachdem der Druck auf dieser Gasleitung anliegt, will man also etwas in andere Temperaturregionen bringen. Deshalb nochmal dieses Anhalten. Das ist aber nicht beunruhigend, sondern das ist eben der Ablauf dieser technischen Vorgänge, die dann letztlich zum Start führt. So, jetzt gucken wir mal auf die Bilder, die wir ja die ganze Zeit hier sehen, und sagen Sie uns doch mal, das sieht ausgesprochen spannend und interessant aus, aber vor allen Dingen sieht es so aus, als gäbe es keine Gewitter. Wir haben eben gesagt, 80% Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich ist sie inzwischen auch schon höher, die Wahrscheinlichkeit. Das Wetter wird jetzt intensiv beobachtet, wir sehen keine großen Wolkengebilde, keine Gewitterwolken in diesen berühmten 90 nautischen Meilen rund um Cape Canaveral. Sagen Sie uns noch ein bisschen zu dieser Wettersituation. Ich habe das eben laienhaft angedeutet, was da das Problem war. Der Orbiter, der auf dieser Rakete sitzt, auf den Feststoffraketen und auch mit dem großen Tank mit Flüssig-Sauerstoff, Flüssig-Wasserstoff versorgt wird, müsste gegebenenfalls, sollte der Start nicht funktionieren, wie ein Flugzeug zurückkehren zur Start.
zum Startort. Da gibt es eine sehr lange Landebahn, die Shuttle Landing Facility. Und auf dieser Landebahn müsste dieser Orbiter wie ein Segelflugzeug, ohne dass er gegensteuern kann oder auch nochmal durchstarten kann, landen. Und das ist eine der ersten Bedingungen, dass also günstige Landebedingungen für ein solch ungefüges Segelflugzeug herrschen. Übrigens wird das jetzt dauernd auch von Piloten, von Kollegen, von Astronautenkollegen erflogen. Es gibt also modifizierte Flugzeuge. Außerdem möchte man natürlich vermeiden, dass der Shuttle mit seinem empfindlichen Hitzeschild unter dem Bauch des Orbiters durch extreme Wettersituationen wie Hagel oder Regen, der in großer Geschwindigkeit anströmt, fliegt, denn das würde tatsächlich auch diese Kacheln eventuell schädigen über das Maß hinaus, was man vertreten kann. Nicht zu sprechen von Turbulenzen, die in Gewitterfronten natürlich immer auch herrschen. Was wir jetzt im Augenblick nicht sehen können, auch auf den NASA-Bildern nicht sehen können, ist natürlich der Blick zur Crew. Wir haben immer mal wieder auch Samstag und Sonntag gezeigt, wie die einsteigen, wie die festgeschnallt werden innen, wie dann auch die Tür zugeht. Das ist ja auch immer eine nicht nur rituelle, sondern auch psychisch sehr anstrengende Situation. Nicht nur, dass sie jetzt wiederholt ist, sondern die Astronauten müssen sich ja auf eine Situation einstellen, die sehr ungewöhnlich ist. Wie geht man mit so etwas um? Da kann man nur professionell und als Crew reagieren. Professionell, indem man als Teil der Crew seinem Unmut eben nicht so laut Luft macht, dass die ganze Stimmung umschlägt. Und also wir haben keine Schimpfwörter gehört, als die Tür wieder aufging. Insofern stimmt das natürlich, ja. Es ist natürlich eine berechtigte Erschöpfung da nach dieser Anspannung, nach der langen Zeit auch in der Kabine. Vorgestern war sie nicht so lang, aber es ist natürlich auch immer ein selbst sich aufbauen auf den Start hin und das muss dann erstmal wieder runter. Und das andere ist natürlich, dass man als Crew wirklich zusammenarbeitet, dass man in diesem Training auch Mechanismen entwickelt, sich gegenseitig zu motivieren mit Handzeichen, mit gesprochenen Worten. Und das hat diese Crew bestimmt auch gemacht. Abgesehen davon hat sie also bestimmt die Zeit im Crew Quarters sinnvoll genutzt zur Entspannung, zum Wiederkräftefassen für heute. So, jetzt haben wir noch 9 Minuten bis zum Start. Was machen die Astronauten jetzt? Denken die an das, was auf sie zukommt? Thomas Reiter, den wir ja als Deutschen besonders beobachten wollen, der kennt ja diese Startsituation. Auch der Kommandant des Shuttle, Steve Lindsay, ist schon 3-mal im All gewesen. Die wissen, was auf sie zukommt. Wie ist das denn für Neuling? Sie sind ja da auch als Neuling letztes Mal geflogen. Tja, da hangelt man sich dann tatsächlich an den alten Hasen in dieser Vorbereitungssequenz entlang und schaut man vorsichtig rüber. Was machen die so? Was soll man selber machen? Und das hilft. Also wirklich nochmals, das Erlebnis als Crew ist da auch ganz entscheidend. Und dann ist man selbst auch irgendwie aufgerufen, nicht allzu beunruhigt zu wirken, um nicht auf andere auszustrahlen. Die konzentrieren sich jetzt wirklich auf ihre Bochdokumentation, auf die Bücher, die sie also vor ihnen haben. Sie haben auch noch so kurz gefasste Hinweise im Falle dessen, tue jenes, was vielleicht bei spontanen Reaktionen oder bei Reaktionen in Notfallsituationen wichtig ist. Das kann man auch nochmal alles lesen, das kann man auch nochmal alles verinnerlichen, damit man wirklich also jetzt nichts verpasst. So, wir sehen bei uns im Bild bei Phoenix den Countdown laufen. Nun ist diese Situation eine, auf die sich die Crew extrem vorbereitet hat. Die ist immer mal wieder in diese Situation anschnallen, kurz vor dem Launch und so weiter gebracht worden. Genügt das als professionelles Training, um dann tatsächlich in der realen Situation richtig zu reagieren? Oder schaut man da immer auf den Kommandanten? Also das ist sicherlich Teil dieser Routine auch und der Beruhigung, dass man ein Training gehabt hat. Das ist allerdings jetzt, glaube ich, ziemlich schon einmalig, dass wir also hier den Zugangsarm weggeschwenkt bekommen, damit das Fahrzeug dann jetzt auch frei steht. Wir haben ja vorher schon gesehen, wie sich auch die Crew, die der Mannschaft beim Einsteigen geholfen hat, vom Launchpad, also von der Startrampe entfernt hat. Und das ist alles jetzt, allmählich läuft es auf eine automatische Sequenz hin. Erklären Sie uns gerade nochmal dieses Bild. Wo kommt das her? Das kommt aus dem vormals weißen Raum, also aus dem Raum, in dem die Astronauten sich ausgerüstet haben. Und jetzt wird der Arm weggeschwenkt und wir schauen über den Startkomplex in Florida, in Cape Canaveral.
Da sehen wir unten noch die Strecke, die das Shuttle vorher zurücklegen musste, um zum Startplatz zu kommen, da hinten. Genau, Gäste dieses Zentrums werden sich bestimmt jetzt die eine oder andere Stelle auch wieder rauspicken, wo sie mal waren. Das ist 195 Fuß, also etwa 60 Meter Höhe ist diese Einstiegsluke. Und damit steht der Orbiter jetzt frei, bis auf die Kappe, die oben noch den rostroten Tank abdeckt. Und diese Kappe, die sorgt dafür, dass der Druck im Sauerstoffbereich also genau in der Norm gehalten wird. Nicht so hoch, nicht so wenig. Und er kann über diesen Arm kann immer noch bis zur letzten Sekunde etwas nachgefüllt werden, damit man wirklich mit voller Triebwerksladung startet. So, und immer noch sieht das Wetter gut aus. Kann das jetzt noch mal einen Strich durch die Rechnung machen? Also jetzt geht es wirklich in die entscheidende Phase des Countdowns. Diese Abfragen sind jetzt gelaufen. Man kann jetzt fürs Wetter auch nicht mehr lange warten. Wir nähern uns ja auch dem Startfenster, das ja sehr knapp ist und dass die optimale Einschusslage des Orbiters für ein Rendezvous mit der Internationalen Raumstation darstellt. In diesem Moment werden die zusätzlichen Power Units, also die energieerzeugenden Einheiten in diesem Raketenorbiterkomplex gezündet, um die Turbopumpen auch anzutreiben. So, und wenn wir das jetzt mal sehen, das sind jetzt noch 25 Minuten, dann beginnt auch eine andere Mannschaft, eine andere Crew, ein sehr wichtiges Spiel. Ist das ein bisschen vergleichbar mit zu der Gruppendynamik untereinander, dass man sich selber gegenseitig motiviert, dass man sozusagen zusammen auf so eine Situation sich vorbereitet? Weil es nicht so sehr auf die physischen Kräfte ankommt, glaube ich nicht, dass das in gleicher Weise da ist. Also hier ist es doch wohl das Vertrauen, dass die Mannschaft in das Gerät und in sich selbst auch zur Handhabung der Situation bekommen hat, was jetzt eine optimale Startvorbereitung und auch ein Durchführen der nötigen Arbeiten ermöglicht. Also die physische Kraft spielt hier eigentlich weniger eine Rolle. So, nach 4 Minuten habe ich gerade gehört und jetzt wird es wirklich spannend, denn so nah dran waren wir bisher nicht. Nicht bei diesem, in diesem Flug hier und deshalb kann man eigentlich relativ optimistisch sein, dass jetzt die äußeren Umstände also einen Start ermöglichen. Der Pilot, was sind das für Wolken, die wir jetzt sehen? Das sind Gase, die zur Reinigung der ganzen Zugänge, der Zuführungen von Flüssigsauerstoff und Wasserstoff benutzt werden, damit also nicht da ein unbekanntes Gasgemisch aufsteigt, hält man das unter positiven Druck. Was wir gesehen haben, ist die Bewegung der Haupttriebwerksaustrittsdüsen, die eine gewisse Steuerfunktion während des Fluges, des angetriebenen Fluges ermöglichen. Und ebenso werden wir sehen, dass die aeronautisch wirksamen Flächen, also die Flügelkanten, bewegt werden, um auch da sicherzustellen, dass der Orbiter also als Fluggerät tauglich ist. So, jetzt haben wir gerade gehört, noch 3 Minuten. Hören vielleicht mal in den Flugverkehr jetzt rein. Hier sehen Sie, wird die Sauerstoffzuführung abgelöst. Discovery, OTC, sehen Sie, bereiten Sie sich auf den Start vor. T-2 Minuten. T-90 seconds and counting. T-90 Sekunden. All systems are go. Alle Systeme in Bereitschaft.
zum Start der Raumfähre Discovery. T-minus 60 Sekunden. Countdown läuft. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its three onboard fuel cells. Zum Start des Aggregate. Und wir haben die Freigabe für den Start. Die Computer übernehmen die Kontrolle für alle kritischen Funktionen der Raumfähre. T-minus 17, 15. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Go for main engine start. Main engine start. 2, 1, booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Zur Internationalen Raumstation ISS. Hier beginnt die Raumfähre ihre Reise zurück in den Weltraum zur Internationalen Raumstation ISS. Sie sehen die Kameras hier an der Außenseite. Sie sehen, dass die Raumfähre ihre Geschwindigkeit erreicht auf dem Weg in ihre Space Shuttle Mission STS-121. Hier wird die Raumfähre fliegt zurzeit mit 70% der gesamten Anschubkraft, um hier das Material zu schonen, mit 750 Meilen pro Stunde, ca. 900 Kilometer, 1000 Kilometer, Stundenkilometer. 57 Sekunden schon Flug. Es läuft alles problemlos. Standing by for the throttle up call from Capcom. Hier. Discovery Houston, go at throttle up. Discovery Houston, Start gelaufen. The throttle up call acknowledged by Commander Steve Lindsay. Hier ist Kommandant Steve Lindsay. Übernimmt jetzt, wir hören ihn. Lindsay joined on the flight deck by pilot Mark Kelly. Lindsay wird begleitet von dem Piloten Mark Kelly, den Missionsspezialisten Mike Fossum, Lisa Novak, Stephanie Wilson, Pierce Sellers, alle von der NASA, und Thomas Reiter von der ESA, der 6 Monate auf der Raumstation ISS verbleiben wird. 1:46 bereits Flug. 2600 Meilen pro Stunde ist die Geschwindigkeit. Solid rocket booster separation. Hier sehen Sie die Ablösung der ersten Antriebsstufe. Discovery Bordcomputer haben immer noch das Kommando und fliegen die Maschine. Zwei Minuten 35 Sekunden, 39 Meilen Höhe bereits und 2300 Meilen Geschwindigkeit pro Stunde. Die Discovery fliegt nun mit und verbraucht bei diesem Fluge eine halbe Tonne Treibstoff pro Sekunde. Wir haben hier, alle drei Hauptreaktoren arbeiten hervorragend und es kommt bisher nicht zu Problemen.
Hier der Booster, der Antriebsspezialist bestätigt, dass hier alles ordnungsgemäß verläuft und dass die Discovery am Donnerstag die internationale Raumstation erreichen wird. Hier mit einer Geschwindigkeit jetzt unterwegs mit mehr als 4000 Meilen pro Stunde, 6000 Kilometer pro Stunde. Die Discovery nähert sich jetzt dem Punkt, von dem aus es keine Rückkehr gibt, von wo der Startversuch nicht mehr abgebrochen werden kann und wo keine Rückkehr mehr möglich ist. Discovery Houston, negative return. Discovery hat soeben den Punkt der negativen, also praktisch diesen Punkt überschritten. 4 Minuten, 8 Sekunden Flug, 61 Meilen Höhe, nun 4000 Meilen pro Stunde Geschwindigkeit, also ca. 6000 Kilometer. Im Moment arbeiten alle Funktionen hervorragend, die Kühlung funktioniert weiterhin gut. Jetzt 4 Minuten 39 Sekunden Flug bereits, 200 Meilen bereits entfernt vom Kennedy Raumfahrtzentrum. Discovery Houston, no action on the left dome's tank P. It was due Discovery to the left dome's Houston, hier die Druckverhältnisse sind normal. Hier eine Frage mit der Bordinstrumente, aber das hat keinerlei Auswirkungen. 7000 Meilen Geschwindigkeit pro Stunde. Discovery soon will be rolling to a heads-up position through the swiveling of its main engines, enabling the shuttle to gain more favorable communications through the tracking and data relay satellite as it heads uphill. Houston, press to ATO, select ISTRAS. Roger, press to ATO, selecting ISTRAS. Discovery Houston, single engine, Ops 3. Ja, Reinhold Ewald, ich habe eben Ihr Gesicht nicht beobachtet, weil ich so fasziniert von den Bildern war. Aber Ihnen ist wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Ein Stein vom Herzen gefallen und ich war auch fasziniert. Es ist also wirklich auch immer wieder ein ganz individuelles Erlebnis, ein solch gewaltiges Fahrzeug in den Himmel donnern zu sehen. Zumal, wenn ein Kollege und 6 NASA-Kollegen mit an Bord sind. Das war auch ein Stein, der Ihnen vom Herzen gefallen ist, vor allen Dingen auch für Thomas Rather, denke ich. Ja, stellen Sie sich vor, er hat Abschied genommen, jetzt wird sich aus der Raumstation melden, aber über Video, über Telefonanrufe, das ist natürlich schon eine Veränderung im Leben. Und wenn man das 2-3 Mal machen muss, dann fehlen einem vielleicht am Ende doch die richtigen Worte. Jetzt kann er sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Ich weiß, dass er dazu in der Lage ist, er hat es ja schon mal bewiesen mit seinem Aufenthalt an Bord der Mir-Raumstation. Das ist natürlich eine neue Erfahrung für ihn, auch als Testpilot wird er mit dieser Art Fahrzeug nicht in Berührung gekommen sein. Und es ist ganz anders als auch mit der Soyuz-Rakete, ganz bestimmt. Wir hatten jetzt gerade so 5 Minuten, etwas über 5 Minuten, fast mehr schon als die Hälfte der Strecke in den Orbit zurückgelegt. Das ist eine immense Geschwindigkeit. Ja, die Höhe spielt ja jetzt nicht die große Rolle. Die Energie, die in dieses Fahrzeug gepumpt wird, das ist das Entscheidende. Und nach und nach gab auch der Capcom, die Frick, also Anweisungen, jetzt könnt ihr zum Beispiel nicht mehr zur Landebahn in Kennedy zurückgehen, Cape Kennedy Space Center. Jetzt könnt ihr nicht mehr Spanien erreichen, transatlantisch. Jetzt geht es also ins Orbit. Das sind so diese typischen Informationen, die ausgetauscht werden. Gibt es ja bei den normalen Flugzeugen auch einen Punkt, an dem man sich entscheiden muss, bricht man zum Beispiel auch einen Start ab. Danach geht es so nicht mehr. Das ist bei den Space Shuttle Missionen und den Starts natürlich etwas anders. Also es gibt die Möglichkeit, direkt umzukehren und wenn man in einer gewissen Höhe ist, auch noch transatlantisch. Das heißt zum Beispiel in Spanien einen sozusagen Notflughafen zu erreichen. Ja, das hat man heute auch offen gehalten, aber es ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Orbitergeschwindigkeit gerade kam es durch. 14.000 Meilen pro Stunde. Das ist also schon ein
ein gutes Teil dessen, was man erreicht. 28.000 Stundenkilometer, also nicht mal, braucht das Shuttle, um im Orbit sicher zu bleiben. Sie selber sind mit einer Sojus geflogen. Das ist eine Rakete, das ist kein Shuttle, aber trotzdem sind die Kräfte enorm. Das ist eine Sache, wo auch Thomas Rather gesagt hat, Mensch, das möchte ich nochmal wieder erleben, dieses angeschnallt sein und dann in die Höhe geschossen werden. Mhm. Gerade höre ich also Main Engine Cutoff, das heißt, die Triebwerksphase ist beendet. Der Orbiter Discovery hat das Orbit erreicht und trennt sich jetzt von diesem großen Tank. Ich denke also, wir können aufatmen und auch applaudieren, dass das also so gut geklappt hat. Reinhard Ewald, herzlichen Dank für die Erläuterungen bisher. Wir werden uns oft genug wiedersehen, denke ich, und diesen Flug weiter kommentieren. Und bleiben Sie noch einen Augenblick da. Die Kollegen werden jetzt gerade mal übernehmen und vielleicht noch mal einen kleinen historischen Blick werfen. Karl-Ludwig Peschke. Herr Johansen, Sie haben ja viele Shuttle-Starts selbst erlebt. Was war das jetzt? Bilderbuchstart, was wir gerade erlebt haben? Doch, das fällt ganz eindeutig unter die Kategorie Bilderbuchstarts. Das ging völlig reibungslos und man hat auch verfolgen können. Also es war wirklich ein sehr schöner Start. Die Discovery ist sicher im Orbit angekommen. Das ist, ich habe mal nachgezählt, der 115. Flug einer Weltraumfähre in den Orbit. Seit 25 Jahren gibt es das Programm, aber es war ja eigentlich einmal ganz anders gedacht. 115 Flüge sollten ja viel früher erreicht werden. Richtig, also ursprünglich in den 70er Jahren, als man den Shuttle konzipiert und dann gebaut war, hat man gesagt, wir brauchen ein Raumfahrzeug, das den Transport von Nutzlasten in den Weltraum verbilligt, für die Industrie und für alle. Der liegt bei pro Kilo, je nachdem, zwischen 10.000 und 20.000 Dollar, ein Kilo, auch heute noch. Und man hat gesagt, also wenn wir den Shuttle bauen, der wird den Preis, diesen Nutzlastpreis in den Orbit um 90% senken. Das hieße, dann wäre es plötzlich nur noch 1.000 bis 2.000 Dollar und viele Experimente, die jetzt doch sehr teuer sind, würden entsprechend billiger werden, auch für die Industrie befruchtend wirken. Aber da hat man sich offenbar vertan, denn man hat gerechnet, dass ein Shuttle-Start ungefähr 10,5 Millionen Dollar kosten soll. Er kostet jetzt in Realita, also in Wirklichkeit, 500 Millionen. Und ebenso war es mit der Frequenz. Man hat gesagt, man wird in den 80er Jahren 500 Mal mit dem Shuttle fliegen. Aber wir haben gesehen jetzt, der Shuttle ist ein Vierteljahrhundert alt. Der ist im April 1981 zum ersten Mal gestartet. Und jetzt sind also 115 Flüge. Das heißt, statt einmal pro Woche fliegt er einmal pro Vierteljahr. Und das ist natürlich schon etwas enttäuschend, wenn man es mit den ursprünglichen Einlassungen und Erwartungen vergleicht. Was sind die Gründe, dass diese Prognosen von vor 25 Jahren nicht eingetreten sind? Man war wohl zu optimistisch und hat auch die zu bewältigenden technologischen Probleme offenbar unterschätzt. Ich hatte damals einmal ein Interview gemacht mit Werner von Braun, der die 110 Meter lange amerikanische Mondrakete gebaut hat, die übrigens immer reibungslos funktioniert hat. Da war nie irgendetwas dran. Und der sagte ganz offen, wissen Sie, das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Der Shuttle ist zu kompliziert. Die machen jetzt einen zu großen Schritt und das kann sich nicht auszahlen, das kann nicht richtig funktionieren. Und er hat recht behalten. Wir reden gleich weiter. Wir wollen jetzt mal ganz kurz in den Originalton reinhören. To his left, second from the right, is the Ascent Flight Director Steve Stitch, who today presided over his first launch of the space shuttle. Den ersten Start geleitet hat, seinen ersten persönlichen Start. Und der Kommunikator, der zweite von links, ist, dem haben Sie vorhin zuhören können während der Startphase. Und ganz links Tony Antonelli, der ja hier im Team zusammen, insbesondere mit dem Pilotastronauten Mike Blumenfeld im Kennedy Space Center, im Kennedy Raumfahrtzentrum zusammengearbeitet hat. Und an Bord der internationalen Raumstation Jeff Williams. Ja, und wir sehen jetzt ein Bild von der internationalen Raumstation ISS. Die Besatzung oben verfolgt anscheinend auch den Start. Ja, das scheint mir auch so. Der guckt da doch schon ganz gedankenverloren auf irgendeinen Monitor, nehme ich an. Ich kann es jetzt von hier nicht genau erkennen. Lassen Sie uns kurz das Thema beenden, das wir gerade angesprochen haben. Wir haben über die negative Seite des Shuttle-Programms gesprochen, dass es eben nicht so effektiv und nicht so oft eingesetzt werden konnte, wie ursprünglich geplant. Was hat der Shuttle der Weltraumfahrt gebracht?
Oh, er hat der Weltraumfahrt sehr viel gebracht. Also er hat zum Beispiel das große, er war ja der schwerste Träger, den es gibt. Der Shuttle kann ungefähr 22 Tonnen bis 25 Tonnen Nutzlast in den Orbit, also auf die Umlaufbahn bringen. Das kann keine andere Rakete. Er hat dieses Hubble-Weltraumteleskop hochgebracht, das die Astronomie praktisch mit neuen Erkenntnissen fast revolutioniert hat. Er hat große andere Observatorien hochgebracht. An Bord des Shuttle sind auch viele wissenschaftliche Dinge erarbeitet worden. Es war nicht der große Durchbruch, auf den vielleicht der eine oder andere gewartet hat. Aber es ist so, dass heute bei der NASA und auch in Europa bei der ESA, es gibt lange Listen von Dingen, die in wissenschaftlichen Spezialbereichen erarbeitet worden sind und die durchaus die Wissenschaft auch befruchten und weitergebracht haben. Bloß das ist eben nicht spektakulär, das sind kleinere Dinge, aber der Shuttle hat zweifelsohne sehr viel gebracht und hat auch die Technologie, die amerikanische Weltraumtechnologie, gerade durch die hohen Anforderungen, die er gestellt hat, erheblich weitergebracht, sodass wir heute eindeutig an der Spitze liegen. Die Discovery hat ja heute ihren 32. Start erlebt und so ein Start, wir haben es eben selbst gerade gesehen, ist etwas ganz anderes als der Start eines Jumbos vom Frankfurter Flughafen, da wirken ganz andere Kräfte. Muss man da nicht damit rechnen, dass so ein Shuttle nach 32 Flügen einfach auch Alterserscheinungen zeigt? Naja, das ist die alte Geschichte, die alle Luftfahrtexperten sagen. Sie sagen, ein Flugzeug wird nie alt, weil seine verbrauchten oder ermüdeten Teile werden ersetzt und so hat man auch vom Shuttle geredet. Inzwischen ist aber doch klar, es treten dann Haarrisse auf und es kommen mehr. Nicht, dass es vielleicht gefährlicher wird, weil der Shuttle wird ja genauer kontrolliert als irgendetwas sonst. Aber es wird eben noch komplexer, noch schwieriger und man muss mit mehr kleinen Pannen rechnen, sodass das Alter des Shuttles durchaus eine Rolle spielt. Soweit erstmal herzlichen Dank und weiter mit Michael Kronz und Reinhard Ewald. Ja, Reinhard Ewald, Sie selber als Astronaut kennen jetzt das, was da oben geschieht, das, was die dort erleben. Das, was jetzt die nächsten zwei Tage auszeichnet, ist richtig viel Arbeit. Richtig viel Arbeit, Präzisionsarbeit. Die Mannschaft verstaut zurzeit alles das, was beim Start wichtig war. Diese Sessel, die im Mitdeck und auf dem Flightdeck eingerichtet sind. Sie wird irgendwann dann auch die unförmigen Anzüge ablegen können, sich dann in Hemdsärmelatmosphäre also sozusagen bewegen. Aber erstmal herrscht, glaube ich, die Freude vor. Und ich würde gern schon den Funkverkehr da in den internen auch mal hören über die Erlebnisse, die diese Crew von sieben dann beim Aufstieg hatte. Jetzt sind zwei Frauen dabei. Man hat relativ selten in der vor allen Dingen europäischen Raumfahrt Frauen an verantwortlichen Positionen, erst recht nicht als Astronauten. Da muss noch was passieren, ne? Da können wir uns ein gutes Beispiel nehmen, nicht nur beim Shuttle, wo also auch mit Aileen Collins ja auch eine Kommandantin in der Lage ist, ein solches Shuttle ins All zu fliegen, sondern auch im Kontrollraum, wo die Flight-Direktorin für diesen Stationsabschnitt zurzeit auch eine Frau ist, eine weitere ihr nachfolgen wird. Wir haben übrigens aber auch eine sehr gute Mischung im Team und da ergänzt sich vielleicht auch dann die Eigenschaften, die Frauen und Männer in technischen Berufen haben. Und ich kann das nur befürworten und fördern, dass also auch europäische Astronautinnen in der Zukunft ins All fliegen. Ja, wir haben unter uns Columbus-Kontrollzentrum natürlich auch Frauen sitzen an den Bildschirmen dort unten. Und die warten jetzt schon, ein bisschen übertrieben gesagt, begierig auf das, was da oben an Experimenten stattfindet. Ja, in der Tat, unser Anteil an diesem Flug ist es ja nicht, die Raumstation selbst zu steuern oder für die Systempflege zu sorgen. Da wird Thomas sehr hilfreich sein können, die beiden oben. Jeff Williams haben wir ja eben gesehen, der so gedankenverloren diesen Start mit anschaut. Wahrscheinlich froh, dass er bald mal wieder runterkommt, oder? Das dauert noch ein bisschen. Der ist unabhängig vom Shuttle, der wird also durch Soyuz dann wieder zur Erde runterfliegen. Aber Thomas Reiter wird da helfen können und in der Zeit, die dann noch übrig bleibt, auch eine Reihe von Experimenten europäischer Forschungseinrichtungen, europäischer Forscher durchführen, die in der Tat von hier dann koordiniert werden. Dazu sitzen auch verteilt über die Länder in Nutzerzentren, dann Fachleute, die mit uns hier sprechen, die uns das nötige Wissen auch dann vermitteln und das geben wir Thomas dann gerne weiter. So, wir können uns mal anschauen, sozusagen die letzten Augenblicke des Countdown und den Start selber. Das haben wir nochmal zusammengestellt für die Zuschauer.
Denn das ist, wie Sie gesagt haben, selbst ja für einen Profi noch mal sehr imposant zu sehen. Es ist mit anzusehen, aber mit zu fühlen ist noch imposanter. Das lässt keinen kalt. Selbst in der Viewing-Site, also auf der Tribüne, eine Meile weg, merkt man diese unterfrequenten Schwingungen, die einem also richtig das Bauchfell auch strapazieren. Und das zeigt, wie viel Kraft nötig ist, um ein so riesiges Gefährt und auch so leistungsfähiges Gefährt wie den Shuttle ins All zu treiben. Alle diese Treibstoffvorräte brennen also innerhalb der 8 Minuten ab. Jede Sekunde eine halbe Tonne Treibstoff, die in diese sehr leistungsfähigen Triebwerke gepumpt werden. Und letztlich bleibt von den 2000 Tonnen, die da auf der Startrampe stehen, dann im Orbit der 70, 80 Tonnen Orbiter übrig. Also das zeigt, wie viel Energie jetzt in dieser Einheit steckt. Und das war auch für mich eigentlich das als Physiker faszinierendste, wie viel Energie nötig ist, um in einen Orbit rund um die Erde zu kommen. Hier die Bilder vom unmittelbaren Start. Houston hat die Kontrolle übernommen, nachdem der Startturm verlassen ist. Der Orbiter auf dem Rücken liegend, um bessere Kommunikationsmöglichkeiten, auch sonst die Bahnlage zu verbessern. Ja, und das ist jetzt nochmal ein Blick in den Kontrollraum hier im Columbus Kontrollzentrum. Herr Ewald, wir werden noch oft miteinander sprechen und wir können den Zuschauern jetzt schon mal was versprechen, nämlich dass wir heute Abend natürlich ab 23 Uhr, die sollen ja alle auch das Spiel sehen, was wir gleich erwarten, ab 23 Uhr in der Tag auf diese Mission wiederkommen werden. Und wir haben versprochen, die gesamte Mission zu begleiten über 7 Monate. Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag gibt es bei uns Sondersendungen in der Woche immer um 22.45 Uhr. Wie gesagt, nachher kommen wir noch mal auf die Mission. Schauen Sie um 23 Uhr rein. Wir haben dann sicherlich Neuigkeiten. Und jetzt Karl-Ludwig Peschke. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Auch wir werden uns in den nächsten 7 Monaten bestimmt öfter hier an diesem Platz treffen. Und ich gebe jetzt ab, bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Wie gesagt, 23 Uhr, Phoenix der Tag, gibt es das Neueste von der Thomas-Reiter-Mission. Und es geht jetzt hier weiter bei Phoenix mit der Berliner Phoenix-Runde.